Frau Klöckner hat mir vorige Woche Mittwoch in einem Interview auf einer Podiumsdiskussion vor Kameras hat sie mir gesagt, es ist mir scheißegal, wie alle Länder rundherum ihre Umwelt versauen. Wichtig ist, dass die Lebensmittel noch die Grenzwerte einhalten, wenn sie zu uns kommen. Nicht, wir brauchen gesunde Lebensmittel. Und das ist da drin gerade verabschiedet. Grenzwerte. Und wenn die da nicht mehr passen, dann werden die hochgesetzt, damit die wieder passen irgendwann. Aber wir ernähren das Volk hier in 20 Jahren nicht mehr. Der Regenwald brennt, der Regenwald muss brennen, damit die Lebensmittel von Brasilien hier hochgebracht werden können, damit die Wirtschaft darunter Maschinen liefern kann und Kriegs bezahlen. Und der Bürger ist so blöd und kriegt das nicht mit. Na, und da sollen die Grünen mal die Grünen im Regenwald, das hat bis jetzt noch kein Greenpeace interessiert, das hat kein NABU interessiert, das hat niemanden interessiert. WWF, da war keiner unten gewesen. Der NABU verkauft Wolfspatenschaften und die Irren, die kaufen das auch noch. Was will der NABU mit einer Wolfspatenschaft machen? Das müssen die mir erklären. Die können nichts machen. Wölfe füttern ist verboten. Der Wolf hat ein Revier von 4000 Hektar, so ein Wolf. Den sehen die vielleicht einmal im Jahr auf einer Kamera, das war's. Ja, dann kriegen wir die Leute zusammen. Ich fahre jetzt eine Runde und dann geht's los. Die sollen ein Mikro aufbauen und ich fahre jetzt runter. Jetzt gebe ich erstmal dem Herrn Jung das Wort von den Freien Bauern. Und auch von mir nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese wunderbare Demonstration, die du organisiert hast. Ohne dich und ohne diese riesigen Proteste wäre ganz, ganz vielen Menschen und inzwischen auch ganz, ganz vielen Medien in Deutschland nicht bewusst geworden, dass es die Bauern gibt und dass die Bauern sich nicht unterkriegen lassen und dass sie uns nicht mehr alles gefallen lassen von der Bundesregierung und dass wir auch mit dem heutigen Tag, auch nach diesem schlechten Ergebnis, nicht aufhören werden. Wir fangen erst richtig an. Zu den Freien Bauern, ganz kurz nochmal der Anmerkung für euch alle. Also mein Name ist Reinhard Jung, ich bin kleiner Mutterkuhhalter, Biobauer aus der Prignitz in Brandenburg. Die Freien Bauern verstehen sich als Interessenvertretung der bäuerlichen Familienbetriebe. Das ist neu, das ist eine Marktlücke, das haben wir 30 Jahre nicht gehabt und mindestens 30 Jahre nicht gehabt und mindestens 30 Jahre schwer vermisst, dass die bäuerlichen Familienbetriebe in Deutschland keine Stimme haben. Wir vertreten ausschließlich Bauern. Keine Agrarkonzerne. Das ist der erste fundamentale Unterschied zu denen, die sich Agrarvertretungen nennen. Ausschließlich Bauern, die mit eigener Hände arbeiten, ihren eigenen Hof bewirtschaften. Und zweitens, wir haben keine Verflechtung mit Industrie und Politik. Wer für uns spricht als freie Bauern, kann kein Parteiamt oder kein Parteimandat haben und er darf auch kein Aufsichtsratsposten in der Industrie haben. Wir vertreten ausschließlich unsere bäuerlichen Familienbetriebe und das wollen wir frei und unabhängig tun. Frank und frei! Das waren die Franken. Liebe Berufskollegen, Sie haben heute ein Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen. Insektenschutz, sagen Sie. Ich behaupte, es geht genauso wenig um Insektenschutz, wie es bei der Düngeverordnung um Grundwasserschutz ging. Sie nennen es Aktionsprogramm Insektenschutz. In Wirklichkeit ist es ein Reduktionsprogramm Landwirtschaft. Sie haben da drüben beschlossen, die landwirtschaftliche Erzeugung in Deutschland zurückzufahren, damit den Selbstversorgungsgrad Deutschlands mit Lebensmitteln weiter zu senken, damit wir mehr Agrarrohstoffe aus Übersee einführen müssen und damit unsere Industrie mehr tolle deutsche hochtechnisierte Produkte in die ganze Welt verkaufen kann. Und sie gaukeln der Bevölkerung vor, indem sie aus unserer Landwirtschaft eine Blümchenwiese und einen Streichelzoo machen, würden wir was für die Umwelt tun. Und gleichzeitig macht die Industrie Kasse und am Amazonas brennen die Regenwälder. Und deshalb... Und deshalb, liebe Berufskollegen, lehnen wir dieses Insektenschutzprogramm ab und wir lehnen es grundsätzlich ab und wir lehnen auch alle Kompromisse ab. Denn alle Kompromisse sind faule Kompromisse. Ich fasse jetzt für diejenigen, die keine Agrarier sind, unter uns fasse ich einfach nochmal zusammen, was die zentralen Punkte sind, die wir ablehnen. Das erste ist die Ausweitung des Biotopbegriffs im Naturschutzrecht auf
Streuobstbestände und auf artenreiches Grünland. Ich habe, wie gesagt, einen Biobetrieb. Ich mache 2 Schnitte und danach wird es beweidet. Das ist extensives Grünland. Natürlich habe ich artenreiches Grünland, aber deshalb muss es doch nicht unter Naturschutz stehen. Artenreiches Grünland und Streuobstbestände sind nicht durch Naturschutz entstanden, sondern durch Landwirtschaft. Und wir müssen uns doch nicht von Bürokraten und Technokraten am grünen Tisch heraus sagen lassen, wie wir unsere schöne Landschaft und unsere schöne Landwirtschaft zu betreiben haben. Wir machen unsere Eltern und Großeltern haben es geschafft und wir haben es erhalten. Genau. Der Albrecht Winkler sagt gerade, unsere Eltern und Großeltern haben es geschafft und wir haben es erhalten und wir wollen es weiter erhalten und wir wollen uns nicht von irgendwelchen Staatsdienern sagen lassen, wie wir Landwirtschaft auf unseren schönen Flächen zu betreiben haben. Der zweite Punkt betrifft die FFH-Gebiete. Wir haben die FFH-Gebiete, es ist kein Acker, kein Stück Acker und kein intensives Grünland in ein FFH-Gebiet aufgenommen wegen seiner naturschutzfachlichen Bedeutung. Ein Acker, der einmal im Jahr umgedreht wird, hat keine naturschutzfachliche Bedeutung, sondern man hat uns immer kommuniziert und so steht es auch in allen Richtlinien drin, die FFH-Gebiete sind zur Abrundung von naturschutzfachlich wertvollen Gebieten, um den Bauern Angebote machen zu können für Vertragsnaturschutz, wo wir bestimmte Leistungen erbringen und für diese Leistungen vergütet werden. Und jetzt wird darüber Ordnungsrecht gelegt, jetzt werden Verbote darüber gelegt. Und das ist ein Unding, das ist ein Vertrauensbruch gegenüber der Landwirtschaft, gegenüber den Landeigentümern. Und das werden wir niemals akzeptieren. Und genauso geht es um die Gewässerrandstreifen. Eine reine Willkürmaßnahme, um in der Fläche gegen die Landwirtschaft zu wachsen, um die Landwirtschaft in der Fläche zu reduzieren. Es gibt erstens keinerlei Hinweise auf Pflanzenschutzrückstände in Gewässern. Es gibt hier und da punktuell vielleicht Probleme, die auch punktuell gelöst werden müssen. Aber das, was Sie drüben heute beschlossen haben, ist nicht punktuell, sondern flächendeckend und betrifft ganz viele. Es gibt keinerlei Hinweise auf Überschreitung von Grenzwerten durch Pflanzenschutzrückstände in Gewässern. Und das ist das absolut Absurde, die einzige Studie, die sich mit Süßwasserinsekten in Deutschland beschäftigt, und das ist eine Studie von der Universität Halle und noch weiteren Partnern aus dem Jahre 2020, April, also ganz aktuell, belegt, dass die Süßwasserinsekten in Deutschland als einzige Gruppe an Insekten zugenommen haben. Und trotzdem nehmen sie uns 10 Meter links und rechts von unseren Gräben und Gewässern weg. Das ist nichts als reine Willkür. Auch das werden wir niemals akzeptieren. Die Berufskollegen, und heute haben Sie natürlich über Geld verhandelt. Und ich weiß es nicht, heute Abend fahre ich nach Hause auf den Hof, ich werde das mir angucken. Ich sehe schon Frau Klöckner vor die Kameras treten und ich sehe auch Herrn Ruckwied vor die Kameras treten. Und Sie werden sagen, wie viel Sie doch für die Landwirtschaft erreicht haben. Naja, Frau Klöckner wird erzählen, wie viel sie erreicht hat. Herr Ruckwied wird erzählen, mehr war nicht rauszuholen. Und im Endeffekt natürlich, dieser Kompromiss enthält ein paar Dinge, die sicherlich ein kleines Stück weit uns nützen werden. Nur, was ist es dann am Ende? Wir kriegen noch ein paar Fördermittel mehr für irgendwelche Programme, mit denen wir aber das Gleiche erreichen wollen, was von vornherein geplant war. Es wird Ausnahmen geben, Ausnahmetatbestände, es wird Antragsverfahren geben, wo wir hier und da noch ein bisschen nachbessern können. Es wird länderspezifische Regelungen geben, es wird Evaluationen geben und. Viele kleinteilige Kompromisse, aber die Richtung ändert sich nicht. Die Richtung, nämlich die Landwirtschaft zurückzufahren zugunsten von Brachflächen, für die dann am Amazonas wieder Regenwald niedergebrannt wird, damit Agrarrohstoffe nach Deutschland eingeführt. Die Richtung stimmt nicht. Und was da verhandelt wurde und was uns vielleicht ein bisschen was gebracht hat, das ist nur das Wie, aber nicht das Ob. Die Richtung wird nicht verändert und die Richtung stimmt nicht. Und deswegen sagen wir ganz klar, solange sich das nicht ändert, solange wir nicht anerkennen, dass wir hier eine starke Landwirtschaft haben, so lange kann der Berufsstand das nicht akzeptieren. Punkt. Oh.
Ich will mich nicht über das Insektensterben auslassen und über diese ominöse Krefelder Studie, aber mit Sicherheit ist die Landwirtschaft nicht allein zuständig. Mit Sicherheit gibt es Lichtverschmutzung, es gibt Mobilfunkstrahlung, es gibt eine gigantische Zunahme am Verkehr, Personenverkehr, Lastverkehr und so weiter. Es gibt eine Zersiedlung, es gibt Steingärten, es gibt ganz, ganz viele Sachen. Aber natürlich können wir Landwirte auch etwas anbieten. Und deshalb will ich sagen, wir Freien Bauern haben sehr früh in dieser Diskussion eigene Vorschläge eingebracht. Wir haben gesagt, als Landwirtschaft können wir etwas für Insekten tun, aber nicht, indem wir Fläche in Größenordnung hergeben. Unser Vorschlag war in der ausgeräumten Landschaft, und die gibt es in Deutschland, nicht wegen der Landwirte, wegen des Staates, wegen Staatsmaßnahmen, wegen Komplexmelioration im Osten und Flurbereinigung im Westen, gibt es in Deutschland ausgeräumte Landschaften. Wir haben gesagt, lasst uns doch dort Hecken pflanzen. Lasst uns freiwillige Programme machen für Hecken, für Baumreihen, für offene Gewässerläufe. Lasst uns das Biotopverbundsystem verdichten. Das nützt den Insekten. Aber in diesem Netz, in diesem Biotopverbundsystem befindeten sich landwirtschaftliche Flächen. Und in diesen, auf diesen landwirtschaftlichen Flächen wollen wir auch in Zukunft eine hochproduktive Landwirtschaft nach guter fachlicher Praxis ohne staatliche Bevormundung, die in der Lage ist, die Menschen in diesem Land satt zu machen. Das ist Umweltschutz. Alles andere ist Verrat an Umwelt, ist aus globaler Sicht eine umweltpolitische Katastrophe. Und genau deshalb möchte ich euch bitten, nicht mutlos zu werden. Es ist völlig egal, was Sie heute beschließen. Es ist völlig egal, weil wir machen weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir wissen ganz genau, das Großkapital will auf unsere Flächen. Die Geier kreisen schon. Die Industrie will exportieren. Sie wollen uns noch weiter bekürzen. Aber wir sind härter. Ich kann es nicht mehr hören. Das Gejammer, wir müssen alle aufgehen und wenn das beschlossen wird und jenes beschlossen wird, dann gehen wir unter. Ja, die Düngeverordnung war schon so ein Tiefschlag. Dieses Insektenprogramm ist auch ein Tiefschlag. Ja, aber bevor wir untergehen, muss noch sehr, sehr viel passieren. Wir sind starke Betriebe, wir sind freie Bauern auf freier Scholle. Wir lassen uns nicht unterkriegen und wenn wir jetzt nach Hause fahren, möchte ich... Wir bleiben in Berlin, aber viele werden ja nach Hause fahren und wir werden nicht immer in dieser Intensität weitermachen können. Nur der Kampf für die Daseinsberechtigung unseres Berufsstandes in dieser Gesellschaft muss weitergehen. Er muss auf der Straße weitergehen. Nochmal, Alf, vielen, vielen Dank und weiter so, lass dich nicht unterkriegen. Er muss in der Politik weitergehen und deshalb muss es eine Verbindung geben aus dem Protest auf der Straße und aus einer nachhaltigen bäuerlichen Berufsvertretung, die wir als Freie Bauern anbieten. Und dazu laden wir euch alle ein. Wir müssen endlich als ganz normale Bauern in Deutschland wieder eine Stimme kriegen. Lasst euch nicht unterkriegen. Der Kampf hat erst begonnen. Dankeschön. Anthony, oder? Du bist dran. Genau, vielen Dank. Ja, ich mach's kurz. Mein Name ist Anthony Lee. Ich komme aus Niedersachsen. Bin reiner Ackerbauer. Ich bin so ein bisschen Pressesprecher bei uns in Niedersachsen. Wir haben ja in Niedersachsen letztes Jahr, das wissen einige von euch, den niedersächsischen Weg ausgearbeitet, zusammen, sogar mit NABU und BUND. Und mit denen haben wir stark gerungen. Und die Politik ist dann mal auf uns zugekommen und wir haben auf Augenhöhe verhandelt. Und nur so wird es auch gehen. Nur so, wenn man gemeinsam miteinander spricht, werden wir zu Lösungen kommen, die für alle zufriedenstellend sind. Und es gibt ja noch ein, zwei Pressevertreter, die ja auch jetzt hier sich fragen, warum wir hier los waren. Die wissen noch gar nicht, warum wir überhaupt hier sind. Und wir wissen jetzt, wir haben es gerade gehört von dir, vielen Dank nochmal dafür, wir sind erstmal jetzt hier wegen des Insektenschutzpakets, weil da wieder, wie du schön so schön gesagt hast, über unsere Köpfe hinweg entschieden werden soll. Und das ist genau das Problem. Man kann doch nicht jemanden einfach zu zwingen, irgendwas zu machen, ihm was wegzunehmen, ohne ihn dafür zu entschädigen. Das kann in einer Demokratie, in der wir, dachte ich, immer leben, doch nicht wahr sein. Genau das ist aber die Intention von Frau Schulze gewesen. Und sie hat jetzt anscheinend gemerkt, so funktioniert es nicht. Es gab ja auch Widerstand, auch von anderen Parteien. Und sie hat jetzt anscheinend erkannt,
dass sie mit ihrer Maximalforderung, das ist ja nichts anderes als ein türkischer Basar, ich komme mit einer maximalen Forderung an, wo ich genau weiß, die wird sowieso nicht erfüllt, aber wir einigen uns dann in der Mitte und genau das ist anscheinend heute passiert und sie ist mit ihren 100% durchgekommen. Sie hat 150% angenommen und mit 100% ist sie jetzt wieder durchgekommen. Und das wird nicht funktionieren. Und für alle Medienvertreter, die müssen auch verstehen langsam, es kommt noch so viel Scheiße auf uns zu. Farm to Fork, European Green Deal, das sind alles Sachen, die kommen noch von Europa. Es reicht schon, was dieser Staat mit uns anrichtet und das von Europa, was dieses Jahr noch kommt. Das bricht viele das Genick. Hier sind Betriebe, die sind, ich habe gestern mit einem gesprochen, der ist aus Baden-Württemberg mit einem Schlepper hier hochgekommen. Ja, wie schlimm muss es denn einem gehen? Wie schlimm muss es gehen? Das nächste, was kommt, wir sind mit dem Lebensmitteleinzelhandel in Gesprächen. Jan Haro ist dabei. Die sind so arrogant, die sind noch schlimmer als unsere Regierung. Die sind die einzigen, die im letzten Jahr 10 Milliarden Euro mehr verdient haben als im Jahr davor. 10 Milliarden Euro mehr. Man sieht also, dass man mit unseren Produkten ein Arsch voll Geld verdienen kann. Man müsste nur einen minimalen Teil davon abgeben und wir würden hier nicht stehen. Aber nein, das machen die nicht, weil die immer mehr wollen. Und warum wollen die immer mehr? Und warum wollen die immer mehr? Weil die den Hals einfach nicht voll kriegen. Und dann stehen wir gestern vor dem Bundestag. Ich weiß gar nicht, wie diese gute Tante von der SPD da wirklich hieß. Die war so arrogant, als ich der dann erklärt habe, dass es durch die SPD ja noch schlimmer geworden ist mit der Ministererlaubnis von Gabriel, wo das Kartellamt gesagt hat, Tengelmann-Übernahme darf es nicht geben. Da ist das Kartellamt aber da. Dann kommt ein Minister um die Ecke von der sogenannten SPD und sagt, nee, machen wir trotzdem. 85% Marktanteil beherrschen die in Deutschland. Die sagen, wo es lang geht. Nur die. Selbst die Politik hat Angst vor denen. Ist kein Witz. Ihr könnt kann ja auch gleich fahren. Ihr wird bestätigen. Dann versucht die Frau Klöckner da einzuschreiten. Wir standen vorm Aldi. Wir standen vorm Aldi-Lager und unsere Agrarministerin aus Niedersachsen ruft uns an. Ich versuche die Klöckner die ganze Zeit zu erreichen. Die geht nicht ans Telefon, weil die mit der LEH nicht sprechen will. Ja, sag mal, wo leben wir denn hier? Das kann doch alles nicht wahr sein. Uns geht der Arsch auf Grundeis, alle gucken zu, alle geben uns die Schuld für den Umweltinsektenschutz sterben. Hast du gerade genau richtig gesagt, heute Morgen kamst du mir noch im Radio. Die Insektenzunahme bei Gewässern ist um 1% pro Jahr Zunahme, das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich machen wir Probleme, natürlich gibt es Probleme. Nichts ist von Lichtverschmutzung die Rede, kein Punkt. 60 bis 80 Hektar jeden Tag versiegelt, jede Woche. Spricht kein Mensch drüber. Hörst du nichts von? Und das kann nicht sein. Das können wir nicht mitmachen. Das dürfen wir nicht mitmachen. Und wir müssen, und das ist mein letzter Punkt jetzt, wir müssen uns vereinen. Wir müssen alle miteinander klarkommen. Ich bin auch aus dem Bauernverband ausgetreten. Trotzdem müssen wir zusammenstehen, wenn es um eine Sache geht. Und da hat die Politik Angst vor. Das hast du diese Woche gemerkt. Als der Bauernverband gesagt hat, okay, wir werden in Berlin mit auftreten, da waren die aufgeschreckt. Das schwöre ich euch, ich habe mit Politikern gesprochen. Davor haben die Angst, dass wir uns einig sind. Und wenn wir uns mal einig sind, dann sind wir mächtiger als jeder andere Verband, als IG Metall, egal wer. Wir wären so mächtig, die würden genau das machen, was wir wollen. Lasst uns nicht spalten. Das ist das Letzte, was ich jetzt sage. Wir müssen Einigkeit bewahren. Ja, danke. Jan Petersen, LSV Schleswig-Holstein, Hamburg und seit kurzem auch Ansprechpartner in Schleswig-Holstein für die freien Bauern. Ich kann Anthony da nur beipflichten. Wir werden nur was erreichen, wenn wir die Reihen wieder geschlossen bekommen und eine breite Akzeptanz der Mannschaft haben, die es dann irgendwie machen soll. Wir sind im Ende Januar gestartet hier mit eigentlich nur 5 verschiedenen Zielen. Wir hatten als erstes einmal die klare Herkunftskennzeichnung, das heißt also auf jedem Produkt wollten wir eine Herkunftskennzeichnung in Klarschrift haben. Das war eine zentrale Forderung von uns. Auch auf weiterverarbeiteten Produkten. Wir wollten Lieferverträge haben, sowohl für Milch als auch für Fleisch, und zwar vor Lieferung der Ware. Das einzufordern ist mehr als recht und billig. Wir wollten keine weitere Ratifizierung von verschiedenen Handelsabkommen, kein Mercosur, kein Handelsabkommen mit Kanada. Wir wollen keine neuen TTIP-Verhandlungen mit den USA, die letzten Endes nur dazu führen, Produkte auf unseren Märkten zu platzieren, die bereits, naja, mindestens mal versorgt sind, wenn nicht gar überversorgt sind. Und dann einmal
zu den Düngeregeln. Wir haben auch uns dafür eingesetzt, dass die Düngeverordnung zumindest in den Gebieten, in denen die Verwaltung die von ihr selbst gefassten technischen Vorschriften nicht erfüllt, dass sie dort nicht greifen kann. Weil das kann man keinem Menschen und schon gar keinem Landwirt erklären, warum das jetzt dort umgesetzt werden muss, obwohl dort offensichtlich Mängel bestehen. Und der fünfte Punkt war das Insektenschutzgesetz, was heute jetzt in Teilen schon mal angeschoben worden ist. Das wird jetzt als nächstes durch den Bundestag gehen. Der Bundesrat wird noch gefragt werden. Das war es dann aber auch schon. Was mir hier komplett fehlt, sind bei all diesen Dingen die Folgeabschätzungen. Ich habe noch keine vernünftige Folgeabschätzung gesehen oder gelesen. Wie sieht es in 5, wie sieht es in 10 Jahren aus? Wie viel wird die Produktion hier runtergehen? Wie viel Hektar müssen auf anderen Zipfel der Welt in Kultur genommen werden? Wir reden da ja auch nicht über einen Faktor 1:1, ein Hektar hier, ein Hektar am anderen Ende der Welt, sondern wir sind bei 1:1,2, 1:1,4 und so weiter. Diese Folgeabschätzung inklusive der dann fälligen Transportwege, das muss vernünftig und solide auf die Beine gestellt werden. So, und des Weiteren hatten wir ja ein kurzes Gespräch mit Frau Glöckner draußen, das war am 27. Januar, und da hat sie ja einen bemerkenswerten Satz fallen lassen, nämlich, dass es ja schließlich nicht sein kann, dass wir in Länder reinregieren würden. Da ging es um das Thema Produktstandards und Produktionsstandards. Für uns muss natürlich der Produktionsstandard der entscheidende sein, weil genau dort geht es eben diese Dinge wie zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, wie zum Beispiel soziale Standards und derlei Dinge mehr. Wenn wir jetzt uns insbesondere die Drittländer anschauen, außerhalb der EU, dann werden unsere hiesigen Standards häufig unterlaufen. Und wenn sie dann sagt, naja, das kann ja uns egal sein, das ist ja deren Umwelt, die sie kaputt machen, dann ja, ist man in dem Moment erstmal fassungslos, da fällt einem nicht mehr viel zu ein. So, deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Drittlandsimporte über zum Beispiel eine Herkunftskennzeichnung sichtbar gemacht werden für jedermann, für den Verbraucher, damit er auch tatsächlich eine Wahl treffen kann und nicht wie bisher, dass es, ich sag mal, verschleiert wird. Des Weiteren brauchen wir endlich eine ehrliche Abwägung zwischen Umweltschutz, Tierschutz. Diese beiden Dinge sind bereits im Grundgesetz verankert. Die sind zwar nicht einklagbar, aber sie sind verankert als Staatsziel. Und wir brauchen unbedingt eine dritte Komponente. Und ich würde sie mal nennen regionale Ernährungssicherung durch regionale landwirtschaftliche Produktion und, ganz wichtig, Verarbeitung. Erst wenn diese drei Dinge vernünftig miteinander abgewogen werden, können wir zu vernünftigen Entscheidungen kommen am Ende des Tages. Das heißt also, ich möchte noch mal ganz klar werben für ein Staatsziel, Ernährungssicherung durch regionale Produktion und Weiterverarbeitung. Wenn wir das verankert bekommen, ist das zukünftig bei allen Gesetzesentwürfen zu berücksichtigen. In der Borchert-Kommission wird explizit auf diesen Grundgesetzstatus des Tierschutzes Stellung genommen. Ich möchte noch ganz paar Sätze sagen zum Thema Milch, weil ich mich gerade in dem Bereich sehr stark gemacht habe die letzten Monate. Wir unterstützen vom Milchdialog, da haben wir uns ja zusammengetan mit mehreren anderen Verbänden, weil uns immer gesagt wurde, ihr müsst euch bündeln, ihr müsst mit einer Stimme sprechen. Das haben wir jetzt sehr weitreichend hinbekommen. Wir haben uns auf ein paar wenige Punkte einigen können. Es steht im Moment im Bereich der gemeinsamen Marktordnung der Trilog an, die Trilogverhandlungen zwischen EU-Parlament, dem Agrarministerrat und der Kommission. Und wir stellen uns hundertprozentig hinter die Forderungen vom Parlament, Paragraph 219a, das ist die freiwillige Mengenreduzierung, dass das endlich eingeführt wird, parallel zu einer privaten Lagerhaltung und einer Intervention. Das Ganze muss so attraktiv ausgestaltet sein, dass da wirklich viele Landwirte auch mitmachen können und möchten. Und ein weiterer Punkt noch, auch gerade zum Thema Milch, das gilt aber auch für andere Bereiche. Wenn einmal Richtungsentscheidungen gefällt worden sind, wie zum Beispiel 92 mit der Agrarreform unter McSherry, das heißt also die komplette Entkopplung eigentlich eingeläutet wurde, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass das immer mal wieder auf den Prüfstand gestellt wird, in bestimmten Zeiträumen, 2 Jahre oder 5 Jahre, ist letzten Endes ja fast egal, und dass wir dann dazu kommen, auch mal eine Bewertung zu machen, war das jetzt alles so sinnvoll, sind wir auf dem richtigen Weg oder
haben wir uns vielleicht komplett verrannt. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie hoch der Strukturwandel inzwischen ist, insbesondere in der Viehhaltung, aber auch in den anderen Branchen der Landwirtschaft, ist das einfach kein haltbarer Zustand. Und das ist eigentlich nur das Finale aus 50 Jahren mindestens verfehlter Agrarpolitik seitens der BRD wie auch seitens der EU. Ja, wenn jetzt keiner mehr sprechen möchte, doch, Alf. Jan-Gern Stoller, das Mikro ist nicht so lang, komm mal hier hoch. Komm, schick mal, wenn Sie essen haben. Du bist doch nicht zum Sitzen gekommen. Ja, Jan-Bern, ein paar klare, kräftige Worte, wie wir das von dir gewohnt sind, bitte. Ja, moin, mein Name ist Jan-Bern Stolle. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Meine jüngste Tochter wird 6 und die hat gesagt, du gehst heute nicht auf die Bühne. Ja, also ich bin einigermaßen geschockt. Ich habe gedacht, die Politik macht die übliche Verarschungsrunde. Dass sie das heute alle gleich beschließen, ja, habe ich eigentlich so gar nicht mitgerechnet. Aber ja, man sieht es ja, das ist wieder mal ein Schlag ins Gesicht. Der Landwirte, ob es uns alle betrifft oder nicht, es geht ja um die, ja, um eine Art Zwangsenteignung wieder von oben herab. Wir sind ja nicht gegen Umweltschutz, gegen Insektenschutz und so weiter und so weiter. Im Gegenteil, die Natur da draußen, die gehört uns. Und die gehört uns seit Generationen. Und vielleicht muss der ein oder andere das ja mal verstehen, der außerhalb der Landwirtschaft kommt, dass wir das ja nicht kaputt machen wollen. So. Erstmal möchte ich mich mal bedanken bei den Landwirten, die zum Teil seit 15, 16, 17 Tagen hier vor Ort sind. Unter diesen Bedingungen. Ja. Ja, Hut ab vor diesen Berufskollegen, die bei Wind und Wetter sich hier draußen aufgehalten haben. Bedanken möchte ich mich bei den Medien überhaupt nicht. Die öffentlich-rechtlichen Medien, die haben es erfolgreich geschafft, uns tagelang zu ignorieren. Ich persönlich finde das ist meine Meinung, noch kann man ja seine Meinung, denke ich, hier öffentlich sagen, eine Unverschämtheit an diese Menschen, dass sie so eine wichtige Berufsgruppe wie die Landwirtschaft einfach ignorieren und so tun, als wenn sie gar nicht da sind. Ja. Viele meiner Vorredner haben ja schon das Fachliche und sowas sauber alles rübergebracht. Mein Steckenpferd ist ja immer noch die Düngeverordnung. Das ist für mich die Wurzel allen Übels. Darauf baut sich das Emissionsschutzpaket. Der ganze Schwachsinn, der noch auf uns zukommt, baut sich darauf aus. Und wir haben alle gedacht, letztes Jahr waren wir ja in Berlin, wir waren da ja vom Tor und haben gesagt, jetzt müssen wir die Politiker 5 bis 6 bis 7 Mal vernünftig aufklären mit sachlichen Argumenten. Wir haben überwiegend auch Leute getroffen, Politiker in einzelnen Gesprächen, die alle wissen, um was es geht. Und hintenrum wurde das dann trotzdem alles nicht im Sinne der Landwirtschaft beschlossen. Und das mich schockiert hat, ich bin da altmodisch erzogen worden. Also, man kann das nicht verstehen. Nochmal, dass sie so eine wichtige Berufsgruppe wie unsere Landwirtschaft oder dass sie wissentlich sich vom Ausland abhängig machen mit noch mehr Nahrungsmittelimporten und so weiter. Kann ich persönlich nicht verstehen. Vielleicht verstehe ich das morgen, aber ich glaube es nicht. Ich gehe davon aus, dass es in Deutschland anscheinend ohne den Klageweg und irgendwelche anderen Sachen wohl nicht funktioniert. Traurig, aber wahr. Wir müssen sie dazu zwingen, dass das so nicht funktioniert, weil, wie gesagt, gerade die Düngeverordnung, die Brunnen, auf dessen Basis wir verknackt werden, jeder weiß, dass 2012, 2013 wissentlich mit Abnicken der CDU und auch mit des Bauernverbandes die schlechtesten Brunnen nach Brüssel gemeldet worden sind. Und keiner von den Politikern hat einen Arsch in der Hose, mal zu sagen, okay, jetzt müssen wir das Ganze mal revidieren und wirklich mal fachlich basierte Grundlagen rausholen. Das ist das Traurige in unserem Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt muss ich trotzdem wieder aufpassen. Ich glaube, ich war schon sehr zu deutlich bei dieser ganzen Geschichte. Ja, am Ende des Tages dürfen wir den Kopf nicht hängen lassen. Wir persönlich haben so eine Klagegruppe gegründet mit mehreren guten, wirklich cleveren Leuten, die Tag und Nacht auch Zeit haben und Lust haben, sich Gesetze durchzulesen. Ich habe da nicht den geistigen Horizont für, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da so ein bisschen der Praktiker. Ich kann das mit dem Fuß fühlen, dass in unserem Lande was falsch läuft. Seit 30 Jahren wird erzählt, wir können nicht das ganze Wasser trinken.
Jeder weiß, in Deutschland kann man aus jedem Wasserhahn trinken. Und ja. Ja, Leute, ich kann nur sagen, wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Natürlich ist das wieder mal für uns, ja, auch wir sind es vielleicht gewohnt, wir haben Nehmerqualitäten bis zu einem gewissen Maß. Die jungen Leute tun mir strichweit leid, dass viele gute, gut geführte Betriebe, dass sie dann einfach irgendwann sagen, wir haben da gar keine Lust zu. Ich kann euch nur sagen, kämpft irgendwie weiter, das nützt nichts. Aufhören kann man in Landwirtschaft nur einmal und das wollen wir nicht. So, jetzt der Nächste bitte. So, da hinten ist der André, der hat sich schon fertig gemacht. André Wolf, wir warten auf dich. Komm mal bitte vor. Ja, ja, er wollte nicht, aber der Jubel der Massen treibt ihn dort hoch. Du kannst auch nicht. Ja, eigentlich wollte ich das nicht. Komm hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Mikro gleich auffresse hier. André, komm hoch. Wenn ich hier so um mich zuguck, dann sehe ich auch viele enttäuschte Gesichter, aber auch viele wütende. Und das spiegelt eigentlich auch ganz gut mein Gefühlschaos gerade wieder hier. Ich bin einerseits traurig, andererseits aber auch wütend über das, was da hier hinter mir wieder übergestülpt wird. Hier haben jetzt einige schon was gesagt und das ist eigentlich alles, da ist viel gesagt worden. Ich will Ihnen noch mal ganz klar sagen, Anthony hat das auch schon gesagt, wir müssen zusammen. Ich denke, jeder, der hier steht, fährt, gehe ich einfach mal von aus, genauso wie ich auch, für die Familie, für sich selbst, für den Hof und für die Berufskollegen. Und genau so muss das bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, das ist, Jan Bernd sagte das, wir waren hier letztes Jahr Düngeverordnung, Bauernbashing und so weiter und so fort. Jetzt sind wir hier, irgendwann, wir waren mal von den LEHs, im Kern war das alles kurzfristige Hilfen, sei es wegen Corona oder ASP, weil wir alle in so eine Schieflage geraten sind, die wir auch selbst nicht zu verschulden haben. Dann hatten wir langfristige Wertschöpfung auf dem Zelt irgendwo, die muss abgesichert werden, dass auch die nachfolgende Generation den Betrieb noch weiterführen kann. Und eben die Herkunftskennzeichnung, die für jeden wichtig ist. Und wenn ich jetzt mal den Punkt langfristige Wertschöpfung aufgreife, dann muss ich doch mal ganz klar sagen, dass das, was hier heute beschlossen wurde, wird, geht überall rum, es ist schon durch, dass das die langfristige Wertschöpfung auf den Betrieben doch noch weiter einengt. Und das ist ein Ding, also Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, aber ich kriege kalte Kotzen. Wir stehen hier seit 15 Tagen, ich weiß gar nicht genau, ich habe mir mitgezählt, da kommst du auch mit durcheinander irgendwann, da weiß gar nicht mehr, was für einen Tag du hast. Da stehen wir hier, wir stehen tagelang vom BMU und da hat keinen Arsch in der Hose rauszukommen und mal das Gespräch zu suchen. Man kann ja eine Kompromisslösung finden, aber das geht nur, wenn man miteinander spricht. Ich sage euch eins. Und das ist auch für die, die das jetzt irgendwann in einem Video vielleicht sehen. Und auch vor allem die, die das alles hier so kritisiert haben. Das ist ein tolles Ding, was wir hier geleistet haben. Das ist ein... Das ist ein ganz tolles Ding, was Alf Schmidt hier geleistet hat. Und da sollten sich ganz, ganz, ganz viele mal ein gewaltiges Beispiel dran nehmen. Weil wir sind hier, ich würde sagen, verbändeübergreifend, so wie ich das gerade schon mal gesagt habe, alle irgendwo für uns. Und jeder, der einen Ansinn daran hat, für seinen Betrieb, für seine Existenz, für seine Familie zu kämpfen, der soll sehen, dass er solche Sachen unterstützt.
Und auch jeder Verband, und da plädiere ich an alle Verbände, an alle Organisationen, an alle Strukturen, wo Landwirtschaft organisiert wird, auch die sollten sowas unterstützen. Das ist, also ich bin da sprachlos, der Bauernverband wacht da 3 Tage vorher auf. Das Ding war letztes, 2019 wurde das schon mal besprochen, so ein Insektenschutzprogramm. LSV, ich habe das gestern in der Richtigstellung nochmal gesagt, wir haben überhaupt keinen Ansinn zu spalten. Die kommen hier, dann wenn es sein könnte, dass es vielleicht in irgendeine positive Richtung läuft und stellen sich dahin und führen Interviews mit der DPA. Also das ist ein Ding, das geht nicht. Da müssen die von vornherein dahinter stehen, solche Sachen unterstützen. Und dann kriegen wir auch eine gewaltige Wucht in das Ganze rein und kriegen auch irgendwo unsere Kräfte gebündelt. Und dann können wir Erfolge erzielen. Mehr habe ich eigentlich zu sagen. Alf, jetzt mach du mal. Immer ich. Eigentlich bin ich vor 2 Wochen losgefahren und habe meiner Frau gesagt, ich fahre mal für einen Tag nach Berlin. Hier wird nicht gelacht. Den Ärger habe ich zu Hause. Okay? Das wollen wir mal festhalten. Dann war ich zwischendurch zu Hause und dann habe ich gesagt, ich muss doch noch mal ganz kurz nach Berlin. Aber ich glaube, meine Frau hat mir das schon nicht geglaubt, als ich am Küchentisch saß und habe mir Stadtpläne von Berlin angeguckt und habe ihr gesagt, ich muss da mal ein paar Freunden helfen, die kennen sich in Berlin nicht aus. Also ich muss euch sagen, ich danke meiner Familie und ich danke allen Kollegen, die hier mitgeholfen haben. Und jetzt geht's. Und jetzt geht es eigentlich drum, und deshalb stehen auch alle hier und warten und fragen, wie geht es weiter. Weil wenn wir jetzt hier wegfahren, dann haben die gewonnen. Und wenn wir hier stehen bleiben, dann halten wir das gar nicht durch, weil wir müssen irgendwann auf die Fläche und auf die Flächen und zum Vieh und alles Mögliche. Ich habe mir das ganz lange überlegt und es gibt eigentlich nur eine Strategie. Dieses Geschenk, das wir heute bekommen haben, das ist das Resultat eines Koalitionsvertrages. Und die, die hier oben sitzen, die kriegen ihre Stütze aus der Basis, sonst wären sie nicht hier oben. Wir haben ein Superwahljahr. Und die Basis, der brennt der Arsch, wenn wir uns bei denen vor die Häuser stellen und im Wahlkampf helfen. Und es gibt hier 2 Parteien, die uns hier ganz krass mörderisch heute verkauft haben. Die unsere Höfe verkauft haben, die euch alle verkauft haben, denen es scheißegal ist, ob ihr morgen eure Höfe an die Banken verliert. Die Traktoren gehören eh den Banken bei den meisten. Die sind ja für uns nur Mittel zum Zweck. Und denen ist es egal, ob sich der nächste Bauer in der Scheune aufhängt. Hauptsache, die haben einen Posten als Bürgermeister, als Landrat oder was auch immer. Und wir müssen uns jetzt Luft machen. Und in Thüringen hat es heute schon begonnen, die haben heute Nacht angemeldet. Die beginnen jetzt mit Dauermahnwachen vor SPD und CDU. Dazu gibt es. Wahltag ist Zahltag! Dazu, genau, wie ihr sagt, Wahltag ist Zahltag. Den brennt da unten so der Arsch, dass wir ihnen die Wählerstimmen klauen, dass die abwandern zu FDP, zu den Linken, zu den Grünen oder zur AfD. Und ich muss euch sagen, dadurch, dass die SPD jetzt die Stimmenfang bei den Grünen versucht, weil mehr ist dieses Gesetz nicht. Das ist ein rein politisch motiviertes Gesetz mit der Überschrift Insektenschutz. Ansonsten ist das ganze Ding eine Farce. Und wir sollten jetzt hergehen und aufrufen, dass in allen Bundesländern und gerade unten bei der Kollegin Dreyer, Marlo Dreyer, da unten sind ja jetzt auch Wahlen, das ist ja die Busenfreundin von unserer Sonja,
dort unten ganz klar Informationen an die Bürger. Die Traktoren vor die Parteizentralen gestellt, wir können hier oben nicht ewig aushalten. Wobei wir hier oben jetzt auch nicht einknicken. Das will ich mal dazu sagen, weil die Frage kam schon vom Kollegen, machen wir jetzt die Feuer aus. Also das könnt ihr hier oben auch vergessen. Aber die Feuer werden etwas kleiner werden. Also Punkt 1. Für alle Parteizentralen, CDU und SPD, sollten wir jetzt die Traktoren stellen als Dauermahnwachen. Sprecht eure Maschinenhändler an, wenn ihr keine habt, die ihr freimachen könnt. Die sind als Folge genauso betroffen, wenn ihr nicht mehr husten könnt. Wenn ihr die Böcke nicht mehr bezahlen könnt, dann können sie die noch nach Polen oder sonst wohin verkaufen, aber die verkaufen keine neuen Traktoren mehr. Die ganze Folgeindustrien, die alle an uns dranhängen, wir sind ja nicht nur die Landwirte, da hängt so viel Industrie hinten dran, die müssen alle mit ins Boot genommen werden jetzt. Macht euch Banner dran an die Traktoren und schreibt dran, diese Partei zerstört den ländlichen Raum, weil das passiert hier gerade. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir hier an diesem Gesetz noch mit rumdoktern wollen. Das ist heute gestartet worden. Das ist wie eine Bauvoranfrage. Da wird vielleicht noch mal um 10 cm rechts oder links gerungen. Aber der Inhalt steht fest. Und wir müssen die dazu zwingen, dass die von unten, von der Basis, selbst der kleinste Parteifunktionär irgendwo, muss zu spüren kriegen, dass er das mit uns nicht machen kann. Und das geht nur wirklich durch Druck. Und dann kriegen die hier oben auch den Druck, entweder das Gesetz zurückzuziehen oder die kriegen den Druck, das Gesetz zu einem Insektenschutzgesetz zu machen und nicht zu einer Farce. Und ich habe, heute haben wir es nicht geschafft, wir haben für morgen wieder unsere Frühsportrunde angemeldet durchs Dorf, damit die wissen, dass wir da sind. Wir fahren ja nun seit dem, ich glaube den 16., ich weiß es auch nicht mehr, André, wie lange wir hier sind, fahren wir hier oben durch Berlin, jeden Tag durch dieselbe Runde, dass die sehen, wir sind noch da. Und morgen Nachmittag machen wir eine Runde durch die Außenviertel von Berlin, um auch den Bürgern wieder zu zeigen, wir sind da und es gibt Probleme und es brennt. Und ich möchte euch heute bitten, dass wir heute alle noch mal in Berlin sind, Wunden lecken und dann müssen wir Absprachen treffen. Ich möchte, dass wir hier oben diese Mahnwache als Dauerwache behalten, selbst wenn wir die runterfahren auf eine kleine Fahrzeuganzahl, dass die Bundesländer sich einig werden, übergreifend, welches Bundesland wann hier besetzt, dass die Verbände jetzt mit einsteigen, dass die sagen, welcher Verband wann hier besetzt, die Toiletten bezahlt, die Kollegen mit Essen und Trinken versorgt, weil das machen die alle auf eigene Kappe. Das Ding hier oben hat mich schon mal einen Tausender gekostet, den ich gar nicht mehr habe, den ich mir nicht leisten kann. Und wenn wir jetzt nicht die ganzen Verbände zusammennehmen, und wie gesagt, gestern dieser Trittbrettfahrer gestern, den ich zum Teufel gejagt habe, der uns hier seit Wochen über seine Kollegen als Nazis beschimpfen lässt, verunglimpfen lässt. Und da geht es nicht um den LSV. LSV hat so viele gute Leute, mit denen wir richtig gut zusammenarbeiten, die auch hier vor Ort sind. Aber die Spaltung im LSV, die kommt nicht von anderen Gruppen, die irgendwo genauso eine Existenzberechtigung haben. Die Spaltung im LSV kommt von oben. Und der Fisch kickt immer vom Kopf. Und wir müssen im LSV Ordnung schaffen. Wir brauchen den LSV als Dachverband, weil den Bauernverband, den können wir abhaken. Das ist mittlerweile nur ein Industrieverband. Ja, bitte Masken auf, wir kriegen sonst Ärger. Nachher öffnen, ja? Liebesbriefe dem deutschen Landwirt. Dankeschön. Dem Bauernverband müssen wir zeigen, entweder er ist unser Verband oder er ist der Lobbyverband von der Industrie oder sonst wem. Bestes Beispiel Bauernverband, was wir hier erlebt haben, ganz kurze Geschichte zwischendurch. Wir sind in der ersten Woche, Ende erste Woche zum Bauernverband gefahren. Einige Kollegen haben sich dort vorgestellt, haben gesagt, guten Tag, lieber Bauernverband, wir sind in Berlin. Ihr wollt uns ja nicht sehen. Das Ergebnis war Aussage Bauernverband, ja, ihr seid da, aber Edeka hilft euch. Warum lasst ihr von Edeka euch helfen? Ihr macht gemeinsame Sachen mit dem Handel.
Warum fragt ihr uns nicht? Gut, wir haben einen Computer. Mail Bauernverband. Lieber Bauernverband, ab nächste Woche brauchen wir für 1000 Personen Essen und Toiletten. 3 Tage, 4 Tage später, also das ging am Wochenende raus, die nächste Woche lief. Ich glaube, Donnerstag kam dann die Antwort vom Bauernverband, dass sie sich mit den Landwirten in Berlin nicht gemein macht. Das ist der Bauernverband. Also die müssen wir uns, die sollten wir uns knallhart erziehen. Und ich möchte wirklich, dass wir alle Verbände, und das ist auch das, warum ich als Privatperson angemeldet habe. Diese Anmeldung als Privatperson hat es uns möglich gemacht, dass jeder Verband, ob das der Apfelbauer ist vom Bodensee, der hier hochkam, ich weiß, dass heute Leute hier sind, die sind oben aus dem alten Land, die Apfelbauern, die haben dasselbe Problem wie wir und Kirschen und was die alles haben. Hier ist, die Milchbauern sind da, LSV ist da, LSV Original ist hier. Dann haben wir die freien Bauern, die Basisbauern, die Bauern mit Stallgeruch. Wir haben so viele Bauerntruppen, die jeder seinen eigenen Kampf führt, das ist alles okay. Aber wir brauchen einen Dachverband, in dem wir miteinander reden. Und ich denke mal, den haben wir hier in Berlin auch geschaffen, weil wir sitzen alle dort oben. Da sind Demeter-Betriebe dabei, da ist die ABL dabei. Da geht es gar nicht darum zu sprechen, wer ist hier das Schwein in der Landwirtschaft, wer ist besser oder wer ist schlechter. Die merken langsam, dass die alle dasselbe Problem haben. Und wir müssen diese Kräfte, wie André schon gesagt hat, derart bündeln jetzt. Dann sind wir eine Macht, dann kommt keiner mehr an uns vorbei und dann werden wir auch nicht platt gemacht. Und deshalb nochmal, wir brauchen, ich weiß nicht, wie er das macht, aber das ist jetzt auch nicht meine Sache, das macht Anthony Lee. Der steht da unten, das ist der Erste, den ich jetzt sehe. Der macht jetzt für uns die Annahme. Wer ist bereit, hier mit in das Boot reinzugehen? Er ist bekannt in allen Gruppen, die meisten kennen seine Nummer, jeder kommt irgendwie zu dem hin. Ich bin noch so ein bisschen unbekannter hier bei allen, aber der kann das machen. So, und dann wird festgelegt, welcher Verband besetzt hier wann die Mahnwache, welcher Landesverband besetzt hier wann die Mahnwache und wer finanziert die ganze Kacke mit, weil das muss alles finanziert werden. Und dann wird hier ein Schuh draus. Wir müssen den Druck von oben und vor allem aber ganz wichtig, ruft eure Kollegen zu Hause an, die müssen ab heute, spätestens ab morgen, die Demonstrationen anmelden vor beiden Häusern in allen Bundesländern und diesen Parteien verzeigen, dass wir nicht ihre Trottel sind, dass wir dieses Land hier ernähren. Das ist ganz wichtig. Ich habe gar nichts der Nächste bitte. Freiwillige, ach ja, komm mal hier, komm. Ja. Ganz kurz nochmal eben, das haben wir vergessen. Wir reden auch immer alle gerne über Essen und viel. Und die mich kennen, ja, die wissen auch, wenn die alle so viel essen würden wie ich, dann hätten wir bessere Preise wahrscheinlich. Aber wir wollen uns bei den Berlinern bedanken. Diese ominösen Essenslieferungen, keiner weiß genau, wo die herkommen. Aber ich denke, das ist eine tolle Sache. Das muss auch mal gesagt werden. Es wurden ja schon die dollsten Geschichten erzählt über die Essenslieferanten. Also ich muss sagen, ganz toll, da waren ja zu Anfang die erste Woche, wo wir waren, da waren ja Familie mit Kindern und ältere Leute und haben das ganz toll gemacht, muss ich sagen, selbst gemacht. Wie sagt man hier in Berlin, eine Bremsklötze sagt man bei uns, aber alles selbst gemacht, die Frikadellen und den ganzen Kram. Ganz toll, das hat mich persönlich so ein bisschen überrascht und davon nochmal vielen Dank nochmal. Und hier hinten hat sich vorhin eine Bürgerin vorbeigeschlichen. Bitte nochmal Abstand und Maske. Kam gerade von der Polizei nochmal. Wir haben jetzt gerade wieder eine Karte gekriegt von Bürgern, dass wir unsere Kosten tragen können. Wieder 50 Euro Trenner. Die Dame ist einfach verschwunden. Ah, da hinten. Da hinten. Genau. Die Dame mit dem roten Kopfschutz. Und so haben uns wirklich die Berliner hier oben, die haben uns eigentlich so herzlich aufgenommen. Gut, ein paar haben ein bisschen, wahrscheinlich sind manchmal zu spät zur Arbeit gekommen, da weiß ich auch nicht warum. Aber ansonsten haben die uns eigentlich so herzlich hier oben empfangen. Das war, ist so eine geile Truppe und auch die Polizei hier oben. Also
Da könnte man es schon aushalten, wenn es nicht so traurig wäre. André, du wolltest noch mal? Nicht. Aber jetzt möchte ich dich bitten, da hochzukommen. Komm mal hoch, mein Freund. Weil wir sind verschiedenste Truppen und Charaktere. Hier hat jeder so sein Thema. Ich bin so der Rebell, habe ich so das Gefühl. Hallo? Ja? So, liebe Berufskollegen, ich denke, fachlich ist hier alles gesagt worden heute. Ich muss hier nochmal rauf und ich glaube, es geht ja auch noch weiter. Ich habe es vor 20 Jahren schon gesagt, teilt euch die Kraft ein. Der Kampf, der wird weitergehen und der ist nicht hier zu Ende. Ganz kurz, weil wir gerade beim Thema waren. Ich reiche jetzt einfach mal hier durch. Ich habe hier gerade jemanden gekriegt, unbekannterweise neu. Ja, hallo. Ich stelle mich auch nicht vor, weil das ist nicht wichtig. Aber weil gerade das Essen angesprochen worden ist und die Unterstützung durch die Bevölkerung. Also an euch alle, die ihr ja seit fast 3 Wochen tapfer durchhaltet. Das haben wir vor knapp 3 Wochen einen Telegram-Kanal eröffnet mit über 600 Mitgliedern mittlerweile, deutschlandweit Berliner, die sich hier organisieren, um die Essen, Kaffee, heiße Getränkeversorgung zu organisieren. Und zwar anonym aus dem Hintergrund, ohne irgendwelche Forderungen, sondern einfach nur, um euren Kampf zu unterstützen. Weil ihr habt bei den Verbrauchern viel besseres Standing, als ihr glaubt. Da gibt es ganz viele Leute. Aus Berlin gibt es Leute, die kochen Suppe, bringen die abends zur Karl-Marx-Allee, stellen die dort vor, machen diese Geschichten. Heute ist wieder ein Container angekommen mit Kaffee vorhin. Das sind alles Leute, die das anonym spenden. Ich weiß, es gibt ganz viele Diskussionen im Netz und in den Social-Media-Geschichten aufgrund der Äußerungen, die der Alf dort zu bestimmten Gruppierungen gesagt hat. Das kann ich so weit unterschreiben, dass ich sage an alle da draußen, ob ihr Querdenker oder sonst irgendwas seid, das hier ist die Hochzeit der Bauern. Und das ist die Veranstaltung der Bauern und wir unterstützen sie anonym aus dem Hintergrund. Wer da Interesse dran hat, bei Telegram gibt es, wie gesagt, Kanalverpflegung Berlin. Dort ist kein Name, dort wird kein Name genannt, sondern es wird nur unterstützt. Es kommt heiße Suppe, es kommt Kaffee, es werden Dixi-Klo-Bestellungen bezahlt. Da müssen wir auch drüber reden, weil die werden direkt überwiesen teilweise, damit ihr dementsprechend versorgt werdet, eure Hygienevorschriften einhalten könnt. Und dann wir als Verbraucher sagen, ja, ihr habt recht, denn wir wollen Lebens, keine Nahrungsmittel. Und dafür seid ihr zuständig und dafür seid ihr hier, um eure Interessen zu verteidigen, dass ihr das auch könnt. Und von der Sache her stehen ganz, ganz viele Leute hinter uns. Also, der Durchschnitt, Und ich muss sagen, die Suppen sind immer richtig geil. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch seit dem 26. Jahr hier und seit dem 16. Und es ist alles gesagt worden, schon richtig. Ich habe mich noch nicht vorgestellt, ich bin Dieter Rempe. Ich komme auch aus Niedersachsen und wie gesagt, fachlicher haben wir alles gesagt. Wir haben aber feststellen müssen, dass es ja wir in kleinen Gruppen nicht unbedingt durchschlagen können und alle reden von der Vereinigung und ich denke, die Vereinigung gibt es schon. Es gab mal vor einem halben Jahr einen Zusammenschluss aller Gruppen, da haben die alle mal gesagt, ups, was haben die denn? Haben die sich verbündet? Ja, einer fehlte, aber ansonsten haben sich alle verbündet. Das ganze Ding heißt Milchdialog. Alle unsere Gruppen, die wir in der Landwirtschaft haben, haben sich verbündet im Milchdialog. Und wenn morgen oder übermorgen noch eine neue Gruppe dazukommt, dann ist die auch herzlich willkommen in diesem Milchdialog. Und ist sicherlich noch ein dünnes Brett und dünnes Eis, weil muss ja ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Aber ich denke, der gemeinsame Nenner ist gefunden und alle Beteiligten. Jetzt appelliere ich eigentlich an euch, weil ihr müsst nach Hause und ihr müsst mit euren Berufskollegen einsammeln und euch für den Milchdialog stark machen. Weil wir haben so differenzierte Landwirtschaft, wir brauchen die unterschiedlichen Verbände, damit jeder sein Fachwissen da einbringt und am Ende und am Dach des Milchdialogs das Ganze wieder in der Politik raushauen kann. Also jeder, der hier ist, ist ein Multiplikator, geht nach Hause und sucht die Kollegen und im nächsten Anlauf, der Milchdialog wird sich irgendwann ja zeigen und bei Maßnahmen hat er ja schon mehr oder weniger hinter sich, da müssen wir wieder alle gemeinsam aufschlagen. Das wäre so mein Ansinnen. Ich selber bin für diese Kuh hier zuständig und wisst ihr, wo ich herkomme. Und ich denke, das ist ein Teil vom Milchdialog. Aber bitteschön, der Milchdialog muss stark werden. Das ist eigentlich alles und ja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Schönen Dank.
So, jetzt Organisation, ganz kurz. Oder andersrum, möchte sich hier noch irgendjemand Luft machen? Also erstmal möchte ich noch mal zu dem freien Bauern was sagen. Wir haben hier nun festgestellt, dass ein Bauernverband in Deutschland eventuell etwas Versagen tut, sagen wir das mal so. Die Freien Bauern sind ebenfalls ein Verband einer Bauernbewegung oder ein Bauernverband, eine Art Bauernverband. Die sind noch schwach, aber das sind die ersten, die sich hier sofort, auch mitgliedermäßig, die sich hier sofort bei uns gemeldet haben. Das waren eigentlich die Ersten, die gesagt haben, du Schmidt, ich kenne dich nicht, du bist ein bisschen verrückt und wir haben das gehört und wir unterstützen das und wir können euch Schützenhilfe geben. Und wir brauchen einen Verband. Wir brauchen sowohl eine Dachorganisation wie den LSV, ganz wichtig, weil wir brauchen auch starke Landesverbände im LSV. Wir brauchen nicht nur in den Gruppen die den ganzen Tag da horchen und mitlesen oder die den ganzen Tag über Kollegen herziehen, das sollte in diesen Gruppen einfach mal unterlassen werden. Es trauen sich ja viele in den Gruppen auch nicht zu schreiben, weil sie dann gleich wieder gemobbt werden. Das muss erstmal aufhören, wir brauchen eine ganz andere Verbandskultur untereinander. Das ist eigentlich wichtig. In diesen Gruppen LSV müssen wir einfach erstmal einen Kodex festlegen von vornherein, das ist aber Sache der Landesverbände, wie mit den Leuten umgegangen wird. Dann haben die LSV-Gruppen alle untereinander ordentlich miteinander zu arbeiten, Themen abzuarbeiten. Und dann, wie gesagt, wir brauchen alle Gruppen und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit über die freien Bauern, dass wir darüber irgendwie die Koordinierung kriegen aller Gruppen oder sonst was, habe ich mir so überlegt. Wir brauchen irgendwen, der die Koordination aller Verbände und Gruppen, nicht nur LSV, unter seine Obhut nimmt, der das irgendwie alles koordiniert, weil wir sehen es hier oben, wenn die freien, ja, komm ruhig hoch, wenn hier oben die freien Bauern dastehen und uns vielleicht das Angebot machen würden, für uns ihre Technik nutzen zu lassen oder ihr Know-how nutzen zu lassen, was sie ja doch schon aufgebaut haben. Und diese Verbände alle unter sich ein bisschen zu bündeln, dann hätten wir da auch das erste Problem gelöst. Und nochmal, wir müssen hier sehen, dass wir alle, wirklich alle zusammen, egal ob wir uns leiden können als Person oder nicht, wir müssen jetzt alle da draußen in ein Boot steigen, sonst kennt ihr die Scheiße. Ja? Danke, Alf. Den Ball nehme ich gerne auf. Genau das haben wir vor. Ich sage es ganz offen, die Freien Bauern sind ja entstanden aus dem Bauernbund Brandenburg vor einem Jahr. Und als wir wollten gerne über 1000 Mitglieder sein. Und als die Trecker sich im Herbst 19 in Bewegung setzten, waren wir noch nicht fertig. Und als wir fertig waren, war Corona. Also ist von der Zeitablauf ist es alles nicht optimal gelaufen. Aber wir haben... Was wir gemacht haben, ist einfach, wir haben eine Berufsorganisation deutschlandweit gegründet, die nur bäuerliche Familienbetriebe unabhängig vertritt. Und was LSV kann, können wir nicht. Wir können nicht die Basismobilisierung auf der Straße, das, was Alf jetzt nochmal aus dem Stand heraus als Privatperson angesichts einer diffizilen Lage im LSV so unglaublich stark hingekriegt hat mit eurer aller Unterstützung und auch mit unserer Unterstützung. Das nochmal, herzlichen Dank, Alf. Das können wir nicht wir machen Berufspolitik, wir machen Stellungnahmen, wir machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wir machen Lobbygespräche, wir sind im Grunde eine ganz langweilige Berufsorganisation. Aber genau das brauchen wir. Wir brauchen Breites, wir brauchen den Druck von der Straße und eine nachhaltige Politik für unsere Bauern. Und in dem Sinne würde ich gar nicht lange Worte machen. Ich habe ja gesagt, die Arbeit geht jetzt erst los, Alf. Dieses Angebot nehmen wir gerne an. In der Sache werden wir, glaube ich, ganz eng zusammenarbeiten. Dankeschön. So, jetzt haben wir wieder einen ins Boot gedrückt, ob er wollte oder nicht. Und so müssen wir das mit allen machen. Ich würde sagen, möchte jetzt hier noch jemand frei reden? Einfach hierher, sich Luft machen, sagen, wie beschissen sein Hof läuft, weil irgendwas da... Komm, du bist immer so ein bisschen rebellisch. Möchtest du Luft ablassen? Ja.
Ja. Ach so, ja, gut. Also wir können doch noch nicht weg. Es kommt noch Gero Hocker, Bundestagsabgeordneter FDP, und hält uns nachher auf den neuesten Stand, was da drüben gelaufen ist. Also das sollten wir uns auf alle Fälle anhören. Und wie gesagt, alle, die hier irgendwo diesen Kampf weiter mitführen wollen, mit unterstützen wollen, wie auch immer, bitte ich nach, wenn wir am Lager sind, nach vorne zu kommen, zu unseren Feuertonnen. Und dann müssen wir einfach den Plan schmieden, wie wir weitermachen, auf welcher Basis, dass wir nicht Leute einzeln durchhalten müssen die ganze Zeit. Aber das machen wir dann. Und jetzt bist du dran. Hallo, liebe Berufskollegen. Mein Name ist Alfred Winkler. Und man will verzeihen, ich rede jetzt aus dem Bauch raus. Ich habe das nicht vorbereitet oder was. Ich bin auch kein Sprecher oder was. Ich unterstütze die ganze Geschichte für die Bauern seit, was weiß ich, gute 2 Jahren. Wir waren auf jeder Demo. Würzburg, München, Berlin, zigmal Berlin, alles hin und her. Ich bin heute maßlos enttäuscht und bitter traurig, dass unsere Politik kein bisschen Gehör auf uns nimmt. Ich habe schon oft gesagt, mein Großvater und mein Vater haben die Kulturlandschaft so gepflegt. Wir wollen es erhalten. Ich habe 2 Kinder, wo weitermachen möchten. Wir wollen auch was Gutes weitergeben. Und von oben runter durch die Politik, die Wähler missbrauchen, dort sie aufwiegeln mit grüner ideologischer Propaganda. Das haben wir schon mal vor 100 Jahren gehabt, solche ähnliche Geschichten. Und versucht, die Wähler und das Volk in Deutschland gegen die Bauern aufzubringen. Ich frage mich, was die Leute dort drüben denken, wenn man so mit Leuten, mit einer Minderheit umgeht. Die sollen sie mal in den Kopf fassen. Die sollen mal rauskommen zu mir auf dem Betrieb. Ich lade sie gerne ein. Ich bin früh zu meinem Steinauflauf, zwitschern die Vögel. Weiterhin pfeifen die Vögel wahrscheinlich. Nein, ich bin echt Greiner. Ich bin Greiner, das macht keinen Spaß mehr. Ich bin Idealist, schau immer aus Landwirtschaft. Ich habe Landwirtschaft nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Man muss leben können, man muss die Familie ernähren können. Die ganze Subventionspolitik. Es kommt ja bei uns bloß ein Viertel an, der Rest geht drauf für Verwaltung, für Dorferneuerung, geht alles über den Agrarhaushalt. Das sind lauter Zahlen, die Leute machen ein Wunder, was uns in den Arsch geschoben wird. Es ist ja nur der letzte Zipfel, was bei uns ankommt. Der Rest geht drauf für Kontrollen, Verwaltung und für irgendwelche Leute, die sich vor den Arsch schreiben, mein Büro. Die sollen nochmal hinauskommen, sollen nochmal objektiv schau, was wir leisten, was wir machen. Und ich sage mal, meine Kollegen und ich haben, wir haben genug, ich mache um jeden Maisflächen rum, auch Sonnenblumenstreifen, wir machen Blühflächen. Ich weiß gar nicht, was wir schon alles versucht haben. Ganz Beispiel noch, was ich seit Jahren versuche. Mein Gedanke war, ich komme aus Franken, fränkische blühende Pflanzen für die Insekten im Sommer über. Und das geerntet als Vogelfutter und im Winter verkauft. Ich habe mit Obi verhandelt, hätte draufgezahlt. Die hätten es zwar genommen, aber da hätte draufgezahlt. Dann habe ich gedacht, ich gehe über den Landesbund für Vogelschutz, habe die Kerle zigmal angeschrieben, also angeschrieben, nicht geredet haben wir. Die haben mir klipp und klar gesagt, ihr Futter kommt aus Rotterdam. Aber ich sage, bei uns wollen sie Spenden sammeln, die Spendensammler, die grünen Ideologen. Und was von uns sinnvolle Sachen kommt, wird nichts drüber gemacht. Wir hätten ein geschlossenes Ding, wo die Insekten was bringen, wo die Vögel was bringen. Aber nein, weil aus Rotterdam, Übersee, Sonnenblumen, Phacelia, sonst was, was ich da anbaue, günstiger ist, kommen wir doch nicht ins Geschäft. Und da muss man sich doch einmal drüber fragen. Und muss auch die Politik einmal angreifen. Solange solche Geschäfte da laufen mit Spendensammlern, wo auf Kosten der Umwelt die Leute das Geld aus der Tasche ziehen, traurig, bitte traurig. Ich bitte jeden, der wo da ist, zu den Alfenwingen unterstützen. Schau, dass das aufrechterhalten wird. Du da haben nun mal ein wenig was machen.
nicht locker lassen. Ich weiß jetzt im Moment auch nicht, was man macht. Ich bin stinksauer, ich habe vorhin gesagt, eigentlich, naja, ich sag's nicht. Ich weiß es nicht. Aber lasst den Kopf nicht hängen, schau, dass wir weitermachen. Aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mit Reden nicht mehr weiterkommen. Vielen Dank, ciao. Und jetzt habe ich noch einen entdeckt, den will ich unbedingt hier oben haben. Er dreht sich um, ja in Afrika kommt keine Chance. Ja in Afrika ist einer der geilsten Hunde hier oben. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, na gut, 16, darf schon Traktor fahren. Ich kannte ihn nicht. Ja in Afrika. Ja, moin. Ja, uns wurde einmal kurz das Ruder überreicht von Alf, als wir hier mit 25 Trägern standen nur. Und wir haben einfach nur versucht, die Fahne hochzuhalten. Und das habe ich mit Arno zur Brücke dann übernommen. Und ja, ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich hoffe, ihr wart auch damit einverstanden mit unseren Aktionen. Weil wir wollten einfach nur Präsenz zeigen. Und ich denke mal, das haben wir mit unseren 25 Schleppern, die wir nur hier waren, doch ganz gut geschafft. Und ja, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr doch auf mich gehört habt, wenn ich mal gesagt habe. Ich bin ja keine 16, ich bin schon 34. Ich habe schon 15 Jahre Berufserfahrung und ich wollte mich einfach bedanken dafür. Und ich hoffe, wir arbeiten weiter so zusammen. Was ihr nicht wisst, sein Hostel hat ihm dann diese Woche wenigstens die Klamotten gewaschen, weil er wollte nur ein paar Tage hochkommen. Das ist einer der wenigen, der hier oben keinen Tag abgerückt ist. Und der, egal wann oder was du zu ihm gesagt hast, guck mal, horch mal, mach mal, der springt wie ein junges Reh, der passt beim Traktor durch jede Dachluke durch, um Bilder zu machen. Ich habe selten solche Leute kennengelernt wie ihn und wirklich, du bist eine ganz geile Sau. Das wollte ich jetzt mal, deshalb wollte ich hier hoch, dass er sieht, gehört haben sie ja schon viele Jahre in Afrika. Aber jetzt haben Sie auch mal gesehen, er heißt anders, es ist sein Spitzname, er hat es auch an seinem Traktor stehen, also ihr dürft es auch zu ihm sagen. So. Ich muss dir danken. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Gero Hocker. Der wollte jetzt kommen, ich weiß nicht, wann er kommt. Oh, da hinten gibt es Kaffee, klaut mir mal einer einen Kaffee, da hinten aus dem Krug. Ich bin so durchgefroren. Aus dem Korb da, der da kommt. Oh, mir. Ja. Und so geht es in Berlin laufen. Die kommen aus irgendeiner Ecke mit Lebensmitteln, mit Kaffee, mit Suppen. Wir haben dann schon zeitweise so viel gehabt, dass es war schade, dass es ja nicht kaputt geht. Oh. Aber ich habe es eben auch noch nie erlebt, noch nie in all den Jahren, dass irgendwas so konsequent verschwiegen wurde. Aber so konsequent, die Bild-Zeitung schreibt über jeden Scheiß, über jeden. Ob Heidi Klum umgekippt ist mit einem Knöckel oder was weiß ich. Über jeden Scheiß und nicht mal die Bild-Zeitung hat irgendwas. Und das ist das, was mich so traurig gemacht hat halt. Was ich bis heute nicht verstehe. Ich bin jetzt keine geborene Berlinerin. Ich weiß noch, wie geschlachtet wird und wie eine Gans ausgenommen wird und gerupft wird und das alles. Also ich weiß, dass Bauern rund um die Uhr wirklich arbeiten, vom Wetter abhängig sind. Und auf alle Fälle finde ich traurig, was hier in Berlin in den letzten Tagen abgegangen ist. Und für mich völlig unverständlich. Junge Frau, ich danke Ihnen und ich bin glücklich für Sie, dass Sie nicht dort wohnen, wo die Trecker stehen und wo wir unsere Feuertonnen haben. Aber was ich Ihnen auch sagen kann, die Landwirte hier haben extra Saatgutmischung mitgebracht, Blühstreifen. Weil uns wurde ja gesagt, wir haben das Stadtgrün zerstört, weiter oben, wo die Kollegen von der Polizei durchgefahren sind, da haben wir jetzt schon so Schneisen drinne, da werden wir dann Kartoffeln pflanzen. Haben wir uns überlegt, den Rest machen wir mit Blühstreifen, dass das, zumindest der Teil, wo wir da waren, sollen dann auch Blumen stehen.
Wir hoffen, dass die schneller angehen als das Unkraut. Und dann, dann können Sie dann auf 1,58 Stadtgrün sehen. Schön bunt, alles gut. Und jetzt sollte gleich der Herr Hocke kommen, irgendwo eine Minute wurde mir gesagt. Möchte sich jetzt noch jemand hier irgendwo an diesem Mikrofon vergehen? Wir sind geil. Ich finde es einfach mal mega geil, dass ihr alle hier seid und dass ihr alle auch durchhaltet und euch nicht von dieser Politik abschrecken lässt. Auch nicht, was in den Medien über euch berichtet wird, weil ihr seid nicht so, wie sie über euch berichten. Und wer so berichtet, der soll euch kennenlernen, der soll auf eure Höfe fahren und soll euch zu Hause besuchen. Und dann kann er mal sagen, dass ihr Nazis seid. Ihr seid keine Nazis. Und das dürft ihr euch auch nicht auf die Fahne schreiben lassen. Auch wie einige schon ankamen und meinten, ihr seid Antisemiten. Seid ihr auch nicht. Ihr seid Bauern, Landwirte. Und lasst euch das nicht gefallen und lasst euch davon auch nicht runterkriegen. Wer so etwas sagt, soll auf eure Betriebe kommen und soll mitarbeiten und soll einfach und soll euch einfach mal kennenlernen, persönlich. Und dann kann er das sagen. Aber nicht so von außen her. Wir hatten gestern nämlich bei uns bei den Grünen eine Mitgliederversammlung online und da kam das wieder zur Sprache, diese blöde Fahne. Da meinst du den Leuten, lernt doch bitte erstmal die Bauern kennen und dann könnt ihr drüber reden. Einfach die Bauern kennenlernen, mit den Bauern reden und dann könnt ihr immer noch sagen, was ihr da über die Sänge denkt. Ihr dürft so etwas nicht denken. Es sind Landwirte, sie kämpfen um ihre Höfe und um nichts weiter. Sie haben keine bösen Absichten, sie wollen euch nichts kaputt machen und wenn sie etwas kaputt machen, dann machen sie wieder ganz. So, die nächste Runde mit der Frau 1. Wenn, ja, aber du musst ein Mikro geben, sonst bist du immer so schüchtern, wenn du mit mir sprichst, aber ey, halt die Fresse. Jetzt war ich ein bisschen schockiert. Wo ist der Herr Hocker? Ist er jetzt da schon? Ich dachte, wir kriegen jetzt schon, also er müsste jetzt jeden Moment auftauchen, dann kriegt man die aktuellen, konkreten Nachrichten aus dem Bundestag, was da heute gelaufen ist. So, darf ich euch jetzt vorstellen? Sabine Müller. Die Panzerfaust aus Thüringen. Die ist diejenige, ihr seht, sie hat ihren eigenen Fanclub. Das ist diejenige, die uns immer hier zur Ordnung ruft. Das ist unsere Ordnungsbeamte. So, und jetzt mach dir mal Luft. Du bist ja nicht nur Ordnungsbeamte. Ich wollte mich erstmal bei allen bedanken, die da sind, dass ihr uns so gut unterstützt. Und natürlich auch bei den Familien, die das Ganze möglich machen, die natürlich zu Hause sind und die Höfe am Laufen halten. Ja, genau. Der zweite Wolf hat sich jetzt in Thüringen mit angesiedelt. Ja, das ist eigentlich mein großes Problem. Alf hat es ja schon erzählt, sein Betrieb ist fast kaputt gegangen dabei. Wir haben auch Schafe, Rinder, Mutterkühe. Wir machen das als extensiv. Also das bedeutet, dass wir alle Tiere auf der Weide haben. Das wisst ihr ja selber. Ja, und jetzt habe ich halt das große Problem, dass wir auch im Wolfsgebiet sind in Thüringen, weil Thüringen als Wolfsgebiet ausgerufen wurde und aber vom Land und vom Bund in der Richtung noch nichts gemacht wurde für die Weidetierhaltung. Das ist ein Thema. Das sollte man auch mal für den LSV aufgreifen. LSV hat eine Weidetiergruppe, ich war mal drin. Sie ist sehr müde, ich bin dann wieder raus. Ich habe aber auch nichts drinnen gebracht, muss ich dazu sagen. Ich bin in Thüringen sehr hinterher und habe mich da sehr mit beschäftigt. Aber wir brauchen ganz dringend auch zum Thema Wolf zum Beispiel unbedingt eine Arbeitsgruppe, die den Weidetierhaltern das weiter ermöglicht. Für die Schafe gibt es Prävention, das ist alles okay. Das funktioniert einigermaßen, wenn die Rudel nicht so stark sind. Aber was machen die Weidetierhalter? Was machen die Rinderhalter? Wie wollen wir Koppeln Hutung sicher kriegen? Das geht nicht. Wenn die Wölfe Überhand nehmen, der Wolf geht einmal rein, steht auf der Straße, Auto fährt rein, da kannst du noch sagen, ach scheiße, nicht gewusst. Stellt ihr eure Kühe wieder auf die Koppel drauf? Und das sind alles so Sachen, die da drinnen entschieden werden, in solchen Häusern entschieden werden. Und die uns allen auf die Füße fallen. Stellt ihr eure Kühe wieder auf die Koppel, der Wolf kommt, die Kühe stehen auf der Straße, dann ist es Vorsatz. Das heißt, wir brauchen auch gesetzliche Grundlagen,
dass diese ganzen Präventionsmaßnahmen, dass die Folgekosten wie die Aufstellungsgebühren, wenn ich nicht mehr die Herde auf die Koppel stellen kann, das sind alles Sachen, die müssen geklärt werden. Und für sowas sind eben Sachen wie der LSV da. Und dort müssen sich viele, viele Leute ordentlich engagieren. So, und ist jetzt der Herr Hocker da? Immer noch nicht. Von Erich bin ich noch jung. wie wir es alle mitbekommen haben, haben wir ja in Sachsen die zweifelhafte Ehre, die Agrarministerkonferenz anzuführen. Wir haben schon jetzt angedacht, 24. bis 26. März, vielleicht kriegen wir es ganz groß so groß hin. Also wir müssen alle nach Chemnitz kommen. Der gesamten bundesweiten Agrarminister sitzen in Chemnitz. Die genaue Lokalität finden wir noch raus. Und irgendwas müssen wir da auch machen, Wachewesisches, die 3 Tage sind es da. Die 3 Tage da stattfinden lassen. Ich hoffe da auf zahlreiche Teilnahme. Danke. Und dort sehen wir schon Herrn Hocker. Herr Hocker, über diese hohle Gasse muss er kommen hier. Hier und dann zu mir. So, meine Herrschaften, ich möchte jetzt einen Applaus für den Bundestagsabgeordneten Hocker haben. Das ist der Erste aus dem Haus dort hinten, der sich der Situation stellt. Wir kennen uns ja schon. Und dann informieren Sie uns mal, was heute so passiert ist, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ich hier die Gelegenheit habe zu sprechen, weil ich weiß, dass Politik gegenwärtig aus gutem Grunde nicht so fürchterlich hoch im Kurs steht bei Landwirten. Und das hat verschiedene Gründe. Einer ist ganz bestimmt, dass es in unserer Gesellschaft und damit auch in der Politik an Wertschätzung für das mangelt gegenwärtig, was eigentlich unsere Lebensgrundlage ist, nämlich Menschen, die nachhaltig und unter Einsatz modernster Technologie Lebensmittel erzeugen. Wenn man hier in Berlin einkaufen geht, dann ist das selbstverständlich, dass morgens um 7 die Regale genauso voll sind wie abends um 7. Und das führt, glaube ich, dazu, dass viele Menschen nicht mehr die Wertschätzung haben. Das ist schade, das ist traurig, aber das ist ein Stück weit auch Ausdruck unserer Wohlstandssituation, die wir leben. Und das führt dazu, dass Politik immer mehr Entscheidungen trifft, die losgelöst sind von fachlicher Praxis. Und das haben wir heute hier, ganz unmittelbar erleben dürfen, als im Kabinett der Kompromiss zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zum Insektenschutzprogramm beschlossen wurde. War kein Kompromiss. Ich sage es mal ganz ausdrücklich, was da auf den Weg gebracht wurde, bedeutet für viele Tausende und Abertausende Betriebe in Deutschland eine kalte Enteignung und Auflagen, die nicht dazu führen, dass tatsächlich nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland möglich ist, sondern es wird nur dazu führen, diese Auflagen, dass immer mehr Lebensmittel innerhalb Europas aus anderen europäischen Ländern kommen, wo sie eben zu niedrigeren Standards erzeugt wurden und das für Tierwohl, für Klima und für Sauberkeit von Boden, Luft und Wasser ein Bärendienst ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ganz konkret in diesem Insektenschutzpapier steht jetzt Folgendes drin, in diesem Kompromiss. Bestimmte Substanzen des chemischen Pflanzenschutzes sollen ab 2023 eben vollständig verboten werden in Deutschland. Da frage ich mich, wie man vor dem Hintergrund, dass man Landwirtschaft ja so eine große Verantwortung zu Recht auch für Klimaschutz zuspricht, wie man das eigentlich hinkriegen soll, wenn künftig Pflanzenschutz eben nicht mehr erfolgen soll, indem man einmal über seine Fläche fährt, sondern die Fläche umbrechen muss und 5 oder 6 Mal mit dem Schlepper über die Fläche fahren muss. Das ist kontraproduktiv und es ist ja gerade eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte gewesen, auf solche Wirkstoffe zurückgreifen zu können, wie Glyphosat oder auch andere. Aber man kann Landwirten nicht einfach die Möglichkeiten nehmen, die sie brauchen, um all den Anforderungen, die Politik und Gesellschaft an sie stellt, auch gerecht werden zu können, liebe Freunde und Freunde. Das ist ein großer Fehler und dieser Fehler ist hier heute im Deutschen Bundestag auch gemacht worden. Und ich habe heute die Gelegenheit gehabt, in einer Fragestunde Svenja Schulze damit zu konfrontieren, welches Ziel sie eigentlich erreicht mit ihrem Insektenschutzprogramm, ihrer Insektenschutzgesetzgebung und Verordnung. Weil wir das ja alle wissen, dass Insektenbiomasse und Insektenbiodiversität, also Vielfalt auf dem Acker, in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Also wenn ich mehr Insektenbiomasse haben möchte,
geht das eben häufig zulasten von Biodiversität und andersrum. Jetzt soll man dreimal raten, was geantwortet wurde, wie man das eigentlich hinkriegen will mit diesem Insektenschutzgesetz, wofür man sich eigentlich entscheidet. Da war die Antwort allen Ernstes, dass man jetzt beginnen würde, ein Monitoring, also eine Überwachung zu implementieren, damit man erkennen kann, wie dieses Gesetz wirkt. Anstatt dass man erst feststellt, wie eigentlich der Zustand ist und auf Grundlage dieser Erkenntnisse Gesetze verabschiedet, geht man hier den Weg verkehrt rum. Und das ist halt irgendwie Irrsinn, wenn man noch nicht mal in der Lage ist, etwas zu messen, aber trotzdem schon auf den Weg bringt, wie bestimmte Gesetzgebungsverfahren, die mit Auflagen verbunden sind, tatsächlich umgesetzt werden sollen. Das ist Irrsinn. Und das ist schlichtweg nichts anderes als ein sich völlig abwenden von fachlicher Praxis und von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich sage ganz ehrlich, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da haben wir die Frage mal gestellt, wie man oder warum man eigentlich aufgrund welcher wissenschaftlichen Grundlage man auf chemischen Pflanzenschutz in Deutschland verzichten soll. Und die Antwort ist seinerzeit gewesen, von einem Staatssekretär aus dem Landwirtschaftsministerium an dieser Stelle, ist gewesen, naja, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass wir uns mit einer Substanz, die gesellschaftlich derart in Ungnade gefallen ist, noch die Hände politisch sozusagen schmutzig machen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da geht es nicht darum, Dinge zu tun, die sinnvoll sind, oder die es Landwirten ermöglichen, effizient zu arbeiten, sondern da werden Dinge getan, die gefordert werden von Organisationen, denen es gelungen ist, bestimmte Begriffe emotional derart aufzuladen, dass Politik sich nicht mehr traut, das umzusetzen, was fachlich geboten und was fachlich richtig ist. Ich behaupte, das war bei der Düngeverordnung schon ganz ähnlich, dass das, was in diesem Gesetz, was ja federführend aus dem Umweltministerium gekommen ist, nicht entstanden ist unter Einbeziehung von Experten, sondern dass es in erster Linie entstanden ist, dadurch, dass bestimmte NGOs Einfluss genommen haben auf diesen Gesetzestext, die es seit Jahren fordern, dass bestimmter chemischer Pflanzenschutz in Deutschland nicht mehr möglich sein soll. Und die schreiben sich das jetzt auf die Fahnen, dass sie diesen politischen Erfolg erreicht haben. Und da sage ich ganz ausdrücklich, wir haben mit die besten Böden in der ganzen Welt, landwirtschaftlich zu nutzende Böden. Wir wissen seit Jahrzehnten, seit Generationen, wie man das auch nachhaltig macht. Und ich behaupte, dass jeder Landwirt selber ein ureigenes Interesse daran hat, dass er seine Flächen landwirtschaftlich nachhaltig bewirtschaftet, weil er das häufig genug schon in x-ter Generation tut und es eben auch die Existenzgrundlage für künftige Generationen ist, dass das alles nachhaltig passiert. Und da macht sich Politik es schlichtweg zu einfach, Landwirte pauschal an den Pranger zu stellen, als diejenigen, die vorsätzlich Insekten töten, das Wasser, den Boden oder die Luft vergiften. Ich behaupte, jeder, der hier heute ist, hat ein ureigenes Interesse, dass diese natürlichen Ressourcen geschützt werden. Schwarze Schafe gibt es überall. Aber Landwirte permanent an den Pranger zu stellen als Natursünder, das funktioniert nicht. Das ist falsch. Mir wurde eben gesagt, ich soll nicht zu lange sprechen. Und deswegen, halt, das machen Politiker, ist ja gefährlich, wenn sie ein Mikro haben, hören die meistens nicht auf. Vorher schon, die beiden Jungs. Nicht zu lange, machen wir 5 Minuten. Naja, das ist ganz gefährlich. Also Politiker und Mikro, die gehen manchmal mehr als den Zweck eher ein. Die haben sich sehr gerne, aber wenn jemand anders in der Lage ist, den Stecker zu ziehen, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Disziplinierungsinstrument. Ich will nur eins ganz konkret, weil hinter mir eben jemand sagte, das wissen wir ja schon alles, wie das funktioniert, was das Insektenschutzgesetz anbelangt, in den nächsten Monaten. Es ist also so, dass jetzt hier eine Verordnung und ein Gesetz auf den Weg gebracht wird. Und ein Gesetz ist ein Rechtskonstrukt, sage ich mal, das im Deutschen Bundestag, das im Parlament beraten, diskutiert und am Ende auch beschlossen werden muss. Das heißt, jetzt liegt dieser Kompromiss zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium, die Damen ja auch heute gemeinsam vorgestellt haben, auf dem Tisch. Und jetzt ist es an den Fraktionen, an allen Fraktionen, die im Hause vertreten sind, hierüber zu diskutieren. Und da gibt es dann durchaus natürlich auch noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Deswegen appelliere ich an jeden Einzelnen, der hier heute ist, nicht nachzulassen. Ich weiß, wie schwierig das ist, in Berlin zu demonstrieren oder sich auch dann politisch sozusagen einzubringen, weil jeder ja irgendwie hier oder die allermeisten Unternehmer ist und irgendwie hinkriegen muss, dass der Betrieb zu Hause weiterläuft, die Tage, die man hier ist und in der Kälte steht. Aber es ist es wert, behaupte ich, denn was heute beschlossen wurde, ist nichts, was endgültig und für alle Zeiten in Stein gemeißelt ist, sondern jetzt ist der Prozess begonnen,
dass die Fraktionen, die gewählten Abgeordneten, auch ich, hierüber zu diskutieren haben. Und da kann ich eins nur ganz deutlich machen. Wir brauchen auch in 10, in 15 und in 20 Jahren Landwirtschaft in Deutschland, nicht weil das irgendwie aus touristischen Gründen so schön ist, sondern weil es wichtig und richtig ist, dass die besten Böden, die es weltweit gibt, eben auch landwirtschaftlich genutzt werden und wir uns nicht darauf verlassen, dass in anderen Teilen der Ländern der Welt, ob das Südamerika ist oder andere europäische Mitgliedsländer, dass da produziert wird zu deutlich niedrigeren Standards. Damit geht es keinem Tier tatsächlich besser, solange der Verbraucher eben nach dem Prinzip Einkauf, Geiz ist geil, meine Damen und Herren, wird es nicht funktionieren, dass wir bei uns die Standards immer höher setzen und andere mit Niedrigstandards durchs Loch gehen und wir auf einem gemeinsamen Markt miteinander konkurrieren. Deswegen muss etwas passieren, dass wir es hinkriegen, innerhalb eines gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraumes, wo alles quasi miteinander konkurrieren kann, wozu ich mich ausdrücklich bekenne, dass da vergleichbare, vielleicht nicht gleich, das kriegt man nicht hin, aber vergleichbare Produktionsstandards existieren müssen. Und dann braucht man auch all die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Jetzt sind 140 Millionen Euro ins Schaufenster gestellt worden, als Kompensation für die kalte Enteignung, die mit dem Insektenschutzgesetz passiert. Mit der Bauernmilliarde hat es ja schon nicht funktioniert, dass das Geld tatsächlich vor Ort ankommt. Ich nehme diejenigen, die hier sind, wahr, als Unternehmer, die möglichst unabhängig sein wollen davon, dass da im Deutschen Bundestag oder anderswo irgendwelche, ich sag's mal, Bauernmilliarden oder andere Finanzhilfen verteilt werden, weil man kann sich ja nie sicher sein, wer demnächst mal die Mehrheit stellt im Parlament und wer die Regierung stellt. Und wenn das mal irgendwelche ganz anderen sind, dann ist ja durchaus denkbar, dass man wieder an solche Zahlungen herangehen würde. Deswegen nehme ich es wahr, dass diejenigen, die hier sind, nach vielen Gesprächen nichts anderes wollen als Fairness. Nämlich Fairness, damit komme ich dann zum Schluss, bevor der Stecker gezogen wird. Fairness durch den Verbraucher, das muss man auch mal sagen, auch als demokratisch gewählter Abgeordneter, der immer erzählt, er wäre bereit, gerne einen angemessenen Preis, einen höheren Preis zu zahlen, nämlich 90% tun das, aber nur einer von 10 greift dann tatsächlich, wenn es zum Schwur kommt, auch zu höherpreisigen Lebensmitteln. Politik, die scheut immer davor zurück, diese auch unangenehme Botschaft zu vermitteln, weil man ja auch wiedergewählt werden möchte. Sage ich auch, ich möchte auch gerne wiedergewählt werden. Aber zur Wahrheit gehört eben auch dazu, dass man mal Ross und Reiter nennt und das Geld eben irgendwo herkommen muss. Deswegen ist es richtig, dass man auch solche unangenehmen Botschaften vermittelt. Und deswegen darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass ich hier heute kurz sprechen dürfen. Ich will ausdrücklich allen Teilnehmern Mut machen dafür, dass es sich lohnt, politisch sich einzubringen, auch wenn der ein oder andere einen anderen Eindruck mittlerweile hat. Und der allerletzte Satz ist der. Der allerletzte Satz ist der. Der ein oder andere von euch und Ihnen hat wahrscheinlich das Gefühl, dass das alles gar nichts bringt, weil Politik sowieso losgelöst davon Entscheidungen trifft, wie hier argumentiert wird. Ein Stück weit liegt das auch daran, dass man sich auch zu lange, auch als Landwirt, zu sehr zurückgenommen hat aus dem politischen Diskussionsprozess. Als im November 2019 große Demonstrationen stattgefunden haben, gegen die Düngeverordnung und ihre Umsetzung. Wir kennen das Thema alles. Verschiedene Messergebnisse werden miteinander in einen Topf gemischt und wir machen dann das Stärkste aus. Da waren draußen Demonstrationen mit zigtausend Landwirten, während drinnen im Deutschen Bundestag schon Beschlüsse gefasst wurden. Ich sage ganz ausdrücklich, das ist zu spät. Sie und ihr müsst in, und das ist mir, mache ich jetzt gar keine Werbung für irgendwen, in die politischen Parteien, soweit das möglich ist, als unternehmerisch Selbstständiger und dass die Zeit zulässt. Ihr müsst da rein. Und müssen als Frühwarnsystem sozusagen schon agieren, wenn irgendwo in irgendeiner Kommune oder in Drucksachen, die im Deutschen Bundestag später diskutiert werden, fachlicher Irrsinn steht und das Gegenteil von dem, was fachliche Praxis ist. Ich bin selber kein Landwirt, versuche trotzdem mich für landwirtschaftliche Interessen stark zu machen, aber alleine wird das nicht gelingen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt haben wir noch eine Frage. Ja, hallo, mein Name ist Geier Ralf. Jetzt mal was, wo weniger mit der Landwirtschaft zu tun hat, aber sehr viel mit dieser Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob Sie da die Möglichkeit haben. Ich bezahle jedes Monat Geld für die öffentlichen rechtlichen Sender. Das heißt, wir bezahlen das, damit die richtig und fair berichten gegenüber diesen privaten Anstalten. Jetzt ist seit 15 oder 16 Tagen diese Veranstaltung hier. Es ist bis heute noch nichts berichtet worden. Haben Sie als Politiker die Möglichkeit, daran was zu ändern? Jawohl!
Also, es gibt Instrumente wie den Rundfunkrat und ähnliche Dinge mehr, wo formal sozusagen sichergestellt werden soll, dass man Einfluss nehmen kann. Ja, weiß ich. Jetzt habt ihr die Dornen. Okay. Ja. Nein, nein, alles gut. Also, ich sag mal so. Grundgesetzlich verankert gibt es Pressefreiheit in Deutschland und das ist ein hohes Gut, keine Frage. Und als Politiker einer kleinen Partei kann ich euch sagen, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass über die guten Anträge, die wir und oder ich und die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag einbringen, dass da auch mehr Berichterstattung stattfinden würde. Also ganz ehrlich, Parteikollegen sagen manchmal, Mensch, ihr seid zu leise in Berlin, da muss mal, ihr müsst mal lauter werden. Ja, das ist natürlich auch ein Zerbe. Ich renne mir manchmal echt die Hacken ab. Und es gab eine Zeit vor Corona, da weiß ich, habe ich mich dreimal quer durch Deutschland geflogen, um Veranstaltungen wie heute zu machen mit Landwirten. Mal im Norden, mal im Süden, mal im Osten, mal im Westen. Aber man kann es halt nicht erzwingen. Ich glaube, dass Medien natürlich ein Stück weit auch nach ähnlichen Mechanismen funktionieren wie andere Wirtschaftsunternehmen auch. Dass sie eben, dass sich die Botschaft, die etwas vielleicht skandalöser ist, sich auch besser verkaufen lässt. Und es mehr Klicks und mehr Auflage herbeiführt. Wer am meisten zahlt, kriegt einen Zuschlag, oder was? War das jetzt ein Aufruf? Ein Aufruf wozu? Ja, das war ein Skandalöser. Nein. Also, da bin ich noch drauf gekommen. Nein. Um Missverständnisse auszuräumen. Eins ist, das habe ich eben schon den beiden Kollegen auf dem Weg hierher gesagt, eins ist ganz wichtig. Es geht bei der Bewertung von Demonstrationen auch darum, wie bestimmte Dinge interpretiert und wahrgenommen werden können. Geht bitte nicht Populisten auf den Leim, die euch erzählen, man müsste nur Landwirtschaft so betreiben wie früher, mit geschlossenen Grenzen und mit einem vielleicht auch landwirtschaftlichen Bild wie vor 30, 40 Jahren und dann würde alles besser werden. Ich glaube, die Lösung für Probleme, die landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland haben, muss eine andere sein. Die muss sein, dass es sozusagen auf diesem Playing Field, heißt es immer so schön, also die Standards müssen angeglichen werden, damit tatsächlich auch ein fairer Wettbewerb möglich ist. Damit nicht der eine hier beim 100-Meter-Lauf irgendwie 20 Meter weiter vorne schon anfängt, weil jetzt zum Beispiel bei der Tierhaltung viel niedrigere Standards einhalten muss, während wir in Deutschland schon wieder oben drauf satteln mit all den Dingen, die da wiederum in der Pipeline sind. Das, glaube ich, ist die Lösung und dass wir eben Innovation befördern. Dass wir uns klar werden darüber, in was für einem Prozess Landwirtschaft seit Jahrzehnten ist. Und wenn man sich mal vergleicht, wie die Schlepperführer aussahen und wie Ackerbau betrieben wurde und Tierhaltung betrieben wurde, in welchen engen und kleinen Ställen vor 30, 40 Jahren Tiere gehalten wurden, da muss man auch mal mit einem gewissen Stolz sagen, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, wie Landwirtschaft in Deutschland erfolgt. Und deswegen lasst euch nicht von Bewegungen oder auch politischen Parteien was anderes erzählen, man könnte wieder zurück in die Vergangenheit, sondern ich glaube, dass die Zukunft im fairen Wettbewerb liegen muss, anstatt unterschiedliche Standards. Und die Zukunft liegt darin, dass man eben auf Innovation setzt, anstatt darauf Landwirtschaft wie 1952 wieder zu machen. Wir warten aber noch auf die Pointe vom Rundfunkrat. Naja, also, die Pointe vom Rundfunkrat wurde mir vorweggenommen. Ich wollte darauf hinaus, dass natürlich auch die Besetzung eines solchen Gremiums Einfluss hat darauf, welche Beiträge in welcher Intensität gezeigt wurden. Ich erinnere mich aber ehrlicherweise auch daran, wie vor anderthalb Jahren oder knapp anderthalb Jahren, wie breit die Berichterstattung gewesen ist, als 2019, November, Dezember ist es, glaube ich, gewesen, demonstriert wurde. Und ich bin damals selber ein paar Kilometer auf dem Schlepper mitgefahren. Ich fand es irre toll, wie viele Daumen man gezeigt bekommen hat von Leuten, die einfach nur am Straßenrand standen und es gut gefunden haben, auch wenn das vielleicht zu verkehrlichen Problemen geführt hat teilweise, wie groß die Unterstützung bei derjenigen, die sonst ja häufig dann sich doch ein Stück weit wie Gott verhalten, wenn sie nämlich das eine einfordern, wie es Tieren zu gehen hat und wie Ackerbau betrieben werden muss, auf der anderen Seite aber dann so ein preisgünstiges Lebensmittel. Also da ist Potenzial und es geht nicht nur alleine darum, wie breit in der Tagesschau über Demonstrationen berichtet wird, sondern auch, wie man sozusagen jetzt hier im Dialog mit Leuten, die dran vorbeigehen, wie man sich da gibt. Und da glaube ich, dass mit friedlichem Protest, der auf Probleme aufmerksam macht, aber sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen bewegt, viel, viel mehr erreicht werden kann, als wenn man irgendwo über die Stränge schlagen würde. Dann würde man nämlich sofort den Eindruck ermitteln, guck mal hier, die Landwirte kriegen ja Geld aus der GAP und die kriegen ja auch ganz viel Subvention und jetzt wissen die noch nicht mal, sich zu benehmen. Deswegen mein Appell an alle, die künftig auch Demonstrationen planen, haltet euch an die Gesetze und lasst uns auf politische Missstände aufmerksam machen, in dem Rahmen, den uns die Gesetze geben.
Machen wir gleich. Und ich glaube, heute hatten wir das ARD-Hauptstadtstudio da und wir hatten das ZDF da. Die haben mit uns beiden gesprochen und ich glaube, wir haben eine Chance, es geht los. Man muss auch dazu sagen, die Medien haben mitunter eine sehr lange Anlaufzeit und ihr habt eine Menge geschafft, um trotz widrigster Umstände und trotz einer hohen Ignoranz doch darauf aufmerksam zu machen und diese widrigen Umstände, von denen auch Gero Hocker gesprochen hat, zu überwinden. Also insofern auch ein großes Lob nochmal an dieses Durchhaltevermögen. Wir werden morgen in den Medien sein, es wird uns nicht alles gefallen, aber das gehört zu dem Prozess dazu, den wir führen müssen und wo wir diskutieren müssen und wo Gero Hocker uns ja gerade ermutigt hat, uns als Landwirte uns stärker einzubringen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf diese Worte eingehen, vielleicht danach, aber wir wollten, ich war jetzt auch schon die ganze Zeit auf diese Diskussion. Ganz tolle Stichworte, Gero Hocker. Es gab doch drei wesentliche Punkte, weshalb wir vor einem Jahr, also im Herbst 1919, auf die Straße gegangen sind. Weg mit dem Agrarpaket, mit diesem Insektengesetz, mit diesem Insektenprogramm, was heute beschlossen wurde. Keine Düngeverordnung, die unwissenschaftlich und unfachlich ist und die große Masse der ordentlich wirtschaftenden Landwirte benachteiligt. Und keine neuen Freihandelsabkommen mit Kanada und mit den Mercosur-Staaten. Das waren die drei großen Punkte, wo wir auf die Straße gegangen sind. Und ich möchte ausdrücklich sagen, von den Parteien im Bundestag hat uns bei dem Thema Düngeverordnung und beim Thema Insektenprogramm die FDP wirklich unterstützt. Und das ist ein großes Lob wert. Aber bei Mercosur war die FDP bisher sehr kleinlaut und ich habe aber sehr gerne vernommen, dass Sie gesagt haben, wir brauchen gleiche Standards. Aber ich glaube nicht, dass hier jemand drunter ist, der Gensoja und Hormonfleisch als Standard in Deutschland einführen will. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir wollen kein Mercosur-Abkommen. Und wir wollen keinen Dreck aus Übersee hier in Deutschland haben. Und dafür wünschen wir uns ganz stark diese Unterstützung durch die FDP. Und ich habe ja mit Linda Teuteberg mich lange unterhalten. Wir sind auch schon in einem langen Dialog, den wir gerne noch intensiver aufnehmen können wieder. Mit Linda Teuteberg mich unterhalten. Ich habe auch eine Anfrage an den Nachfolger, an den Herrn Wissing gestellt und habe gesagt, die Landwirtschaft oder wir als Freie Bauern sagen sowieso, wir werden uns nie an eine Partei binden, wie das der Bauernverband oder die ABL machen. Niemals. Aber es ist doch tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Bauern von einer großen Partei, die über viele Jahrzehnte eine sichere Bank war für Agrarinteressen, sehr, sehr, sehr enttäuscht sind. Sehr, sehr, sehr enttäuscht sind. Aber die besuchen wir ja jetzt. Die besuchen wir jetzt. Und nun haben wir hier eine kleine Partei, die zumindest in zwei Punkten sehr, sehr deutlich sich auf unsere Seite geschlagen hat, auch wenn der Wind ihr ins Gesicht blies und uns. Aber, und das war meine Argumentation, Frau Teuteberg, Herr Wissing, wenn Sie die Bauern gewinnen wollen, müssen Sie sich auch ein Stück weit dann auf Themen einlassen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Auf Themen wie Mercosur, das wir nicht wollen. Auf Thema wie Gentechnik, die wir nicht wollen, weil wir dadurch in Abhängigkeit von der Industrie geraten würden. Und auf die Agrarinvestoren, die wir auch nicht wollen, weil wir als Bauern unser Land bewirtschaften wollen und nicht die Großkonzerne. Und dann gibt es dann auch das ein urliberales Thema, Wettbewerb auf dem Milchmarkt. Wir wollen Milchlieferverträge mit Menge und Preis vorab vereinbart. Wir wollen Wettbewerb auf dem Rohstoffmarkt für Milch. Ein Thema, wo wir mit der FDP auf einer Wellenlänge liegen, das aber noch der Bearbeitung hart. Deswegen wollte ich eigentlich gar nicht in die Tiefe einsteigen, dafür ist es ein bisschen zu kalt. Ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass Herr Hocker heute zu uns gekommen ist und die Freien Bauern stehen als konstruktiver Dialogpartner bereit und ich denke, das sollten wir gleich, wenn Sie nachher runtersteigen, vereinbaren. Ganz kurz, bevor er runterstreikt, die junge Dame hier unten. Ja, ich möchte nicht fachliche Unterhaltung hier machen. Ich wollte nur vorschlagen, Sie haben gesagt, dass es bald eine Debatte im Bundestag gibt zu diesen Bauernsachen. Und da hätte ich einen Vorschlag, dass
die Bauern auch eingeladen werden. Da gibt es so viele Plätze für Besucher oben, dass sie dabei sind, wenn darüber gesprochen wird, diskutiert wird. Vielleicht wäre das auch ein bisschen Druck, wenn die Leute da unten wissen, dass die Bauer dabei sind und zuhören, dass sie sich vielleicht ein bisschen beeindrucken lassen. Wir sammeln. Wieso soll ich das bezahlen? Als Betrieb soll ich noch mehr bezahlen? Ich sehe es nicht ein. Also ich sehe es nicht ein, warum ich mir was bezahlen will, was ich nicht kriege. Wir haben dann aber irgendwann das Hauptstadt-YouTube-Besuch von ZDF-ARD. Die wissen, dass wir da waren und es hat sich trotzdem über eine Woche nichts getan. Aber alle anderen Fragen beantworten Sie. Genau, da hört man gleich die Diffamierung raus. Nein, ich bin nicht vom Berufswegen her Querdenker. Mein Name ist Björn Banane. Ich bin Sänger, Partysänger und DJ und bin genauso existenziell bedroht wie jeder andere, der hier auf diesem Platz steht. Und ich möchte einfach nur mal kurz sagen, das Problem, was wir wirklich haben, ist, dass jeder nur sich sieht und seine Perspektive. Wir sind insgesamt alle existenziell bedroht in diesem Land. Ich genauso nicht wie jeder Bauer, ich brauche jeden Bauer und bin bereit, hier auch mit jedem Bauer von euch Solidarität einzugehen. Aber das Problem ist, wenn wir diesen Menschen, diesen Verbrechern in diesem Bundestag wirklich unter Druck setzen wollen. Diese Leute hier. Ist doch kein Querdenker. Was ist das? Die Leute, die werden euch heute abwenden. Aber genau das ist das Problem, was wir haben. Genau. Das ist jetzt die Geschichte, die ihr gar nicht angehört. Stopp, die Ordnungskräfte, bitte mal. Hallo, Kollegen, hier gibt es ein Problem. Hallo, bitte mal rumkommen, wir haben den Übergriff. Ganz kurz. Auf Wiedersehen. Er möchte gehen. Ganz einfach. So, wir haben leider das Problem, dass Leute jetzt, Kollegen oder Mitbürger, jetzt eine Solidarität einfordern, die sie die ganzen Jahre den Landwirten gegenüber nicht gebracht haben. Das heißt, das, was auf unseren Höfen losgeht, und das müssen wir leider den Städtern zum Teil mit anheften, ist dadurch passiert, Wahlen werden in der Stadt gewonnen. Die Etage sich hinstellt und sagt, wir brauchen den Wolf, macht das Gesetz für den Wolf, und ich als Schäfer gehe deshalb den Bach runter. Und wenn die dann sagen, ich bin gegen Glyphosat, ohne sich zu erkundigen, und der Ackerbauer geht den Bach runter, das sind alles Sachen, das sind alles gesetzliche Sachen, die hier auch eine Ursache mitspielen. Und dann zu all denen, die dann sagen, mein Kind geht in den Kindergarten, das ist nur Bio, und verlangt es im Kindergarten. Das hatten wir hier Gespräche gehabt, da kamen Leute aus Kreuzberg und sagten, ja, die spielen sich im Kindergarten auf und haben die große Klappe. Mein Kind isst nur Bio, dann wenn sie das Kind abholen, gehen sie bei Aldi vorbei, gucken nach den roten Preisen, weil zu Hause ist diese Bio-Geschichte dann vorbei, da kostet es nämlich dann ihr eigenes Geld. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir Corona und jetzt sehen diese Leute mal, wie es ist, wenn man am Rande der Gesellschaft steht. Da stehen wir eigentlich mit unseren Höfen schon lange. Wer von euch kann hier irgendwo sich Urlaub leisten oder Investitionen leisten? Wir verpfeifen doch alle auf dem letzten Loch. Und jetzt die Solidarität einzufordern, die hier 20, 30 Jahre nicht vorhanden war, das ist dann auch eine ganz, ganz leichte Geschichte. Also das funktioniert so nicht. Wir müssen ehrlich sein, deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir machen hier nur rein landwirtschaftliche Diskussionen, weil alle anderen Diskussionen führen viel zu weit und das ist gar nicht unsere Richtung. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank für diese klarstellenden Worte. Ich habe das vorhin ja, glaube ich, auch erwähnt, dass man
aufpassen muss, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit Organisation von Demonstrationen, dass man sich da nicht irgendwie unterwandern lässt und dass man nicht Menschen eine Bühne gibt, denen man gar keine Bühne geben will. Das gibt es in jeder, es gibt ja auch in der Partei manchmal Leute, die man vielleicht da gar nicht so gut findet, in jeder Partei. Und deswegen ist das in so einer Struktur wie einer Demonstration auf der Straße ist es so möglich, dass da Menschen sich drunter mischen. Das gibt es übrigens auch, wenn hier für Klima demonstriert wird, für Klimaschutz. Da gibt es dann auch Leute da drunter, die sich da, die eigentlich da gar nicht hingehören und das für sich instrumentalisieren wollen. Deswegen herzlichen Dank dafür. Ich will nur einen Punkt ganz kurz nochmal eben machen, weil das eben zweimal angesprochen wurde. Erstens, die Dame ist jetzt glaube ich gar nicht mehr da, die vorgeschlagen hat, dass auf der Besuchertribüne des Deutschen Bundestages sozusagen, dass man da dann, naja, Bambule machen sollte. Ich sage ganz ausdrücklich, losgelöst von Corona gibt es Regelungen, die das gerade verhindern, aus gutem Grunde. Denn das, was wir jetzt machen, miteinander diskutieren oder auch gleich nach unten machen werden, das ist eigentlich das Forum, wo Abgeordnete sich eine Meinung bilden sollen. Was gerade nicht passieren soll, ist, dass dann durch sozusagen verbale Gewalt in Anführungszeichen mit Spruchbändern von Tribünen oder wo auch immer, dass dann sozusagen Druck ausgeübt werden soll. Das ist ausdrücklich das, was nicht passieren soll. Es hat vor ein paar Monaten, ein paar Wochen die Situation gegeben, dass da Leute eingeschleust wurden von einer gewählten Fraktion oder einer gewählten Partei. Das ist nicht die Auseinandersetzung, die wir suchen, sondern was ich gerne machen möchte, und das biete ich jedem an, der hier ist, ich komme in die Region gefahren, um zu diskutieren. Das ist der demokratische Weg, um sich eine Meinung zu bilden, aufzunehmen, was draußen schiefläuft, von dem, was wir hier verabschieden oder auch, wo wir uns auch gegengesprochen haben. Das ist das Erste an die Dame, die eben diesen Wunsch geäußert hat, dass man da sowas organisieren müsste. Mit Corona ist alles doppelt schwer, aber wenn jemand den Wunsch hat, sobald das wieder möglich ist und nicht verboten ist, wie jetzt gegenwärtig pandemiebedingt, kann er sich gerne bei meinem Büro melden und wir werden organisieren, dass er oder sie in einer entsprechenden kleinen Gruppe dann einer Parlamentsdebatte beiwohnen kann. Und wenn wir die Hoffnung haben, dass es demnächst Lockerung gibt, dann ist es wahrscheinlich auch wieder möglich, den Bundestag zu begrüßen. Zweitens, das ist ganz wichtig, was da drin passiert, was entschieden wird von 709 Abgeordneten, und von denen bin ich einer, das sind demokratische Prozesse. Die Mehrheiten, die es da gibt, die mir vielleicht nicht gefallen, ich hätte auch gerne eine andere Regierung, an der wir beteiligt sind, weil ich glaube, dass wir dann für Landwirtschaft mehr erreichen können, als es gegenwärtig die Koalitionspartner. Ja, da komme ich, ich wusste, dass das kommt. Ich kenne die alle drauf und runter. Ich will nur sagen, das sind Verbrecher, das ist falsch. Denn die Leute sind gewählt, die sind aufgestellt worden von ihren Parteien in ihrem Wahlkreis und die versuchen da, das umzusetzen, was von dem sie glauben, was richtig ist. Ich sage nur eins, diejenigen, die auf der anderen Seite vielleicht stehen und das gut finden, was im Kabinett heute beschlossen wurde, die kommen ja, treten ja auch an ihre Abgeordneten heran. Und diese Kräfte sind gegenwärtig eben stärker als diejenigen, die vielleicht Landwirtschaftsinteressen an die Abgeordneten herantragen. Das heißt, die Kollegen, die da was anderes entscheiden, als ich es mir wünschen würde, die machen das, weil sie glauben, dass es richtig ist und dass gesellschaftliche Gruppen, die auf sie zukommen, das Richtige ihnen sagen, auch wenn das vielleicht heißt, Glyphosat verbieten, Pflanzenschutz nicht mehr möglich und so weiter. Also das ist nicht vom Himmel gefallen. Und deswegen sind das alles keine Verbrecher, sondern die haben halt eine andere Überzeugung. Worum es gehen muss, ist doch, dafür zu sorgen, dass wieder mehr Leute im Deutschen Bundestag sich sozusagen landwirtschaftsaffin verhalten und ein Gespür dafür kriegen, was es eigentlich heißt, einen Betrieb zu bewirtschaften, in Sachsen, in Niedersachsen, in Hessen, in Bayern oder wo auch immer. Ich habe das Gefühl, dass vielen das total verloren gegangen ist. Und ich muss selber sagen, ich komme aus einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern, da gibt es Landwirtschaft, aber ich habe nie eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Und erst durch die Funktion, die ich habe, habe ich mir die Dinge angeeignet. Ich habe mal in der Bank gelernt und Volkswirtschaft studiert. Aber es geht doch darum, dass man, sag mal, über den Tellerrand hinausblickt und dass eben auch Leute in den Städten wieder ein Stück weit erleben, was es heißt, wenn man eben auf bestimmten chemischen Pflanzenschutz nicht mehr zurückgreifen kann, wie viel mehr Arbeit das bedeutet. Wenn Gelder umgeschichtet werden aus der ersten in die zweite Säule, dass das nichts anderes heißt, als für das gleiche Gehalt mehr arbeiten zu müssen. Und deswegen ist es gut, dass ihr demonstriert. Deswegen ist es gut, wenn ihr den Dialog sucht. Deswegen ist es gut, wenn ihr euch klar abgrenzt von Verschwörungstheoretikern und Leuten, die vielleicht auch ganz andere krude politische Ideen vertreten, sondern dafür eintretet, was ihr für richtig haltet, nämlich Landwirtschaft und Deutschland eine Zukunft zu geben. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Wenn ihr mich gleich einladet in der nächsten Woche, ich komme gerne, wohin auch immer in dieser Republik, angefahren, angeflogen, diskutiere mit euch, mache Veranstaltungen, weil es mir am Herzen liegt, dass wir diesen Diskussionsprozess von heute fortführen. So, meine Herren, ich denke mal, wir sitzen dann langsam auf. Frieren tun wir jetzt genug. Bis der Letzte in seinem Fahrzeug ist, in 10 Minuten starten wir dann.